Yo, 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 was geht ab? Oh, da ist es, nee, es ist ApoRed Range Rover. Den wollen wir nicht haben. Erstmal muss ich mich hier auch um Bild Als kümmern. Glückwunsch für die Anmeldung wurde ein Ja, Geschenk übermittelt. 188.000. Das ist geil. Da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Nervt nicht. Wieso habe ich so wenig Geld? Frage ich mich manchmal auch. Ich habe nur Ja, weil du 1,8 spielsüchtig Millionen. bist und alles Wo ist verzockt. denn jetzt das Bild hin? Ja, so, kann mich wer einladen? Ja, Ich gleich. bin auch noch nicht eingeladen. Ich muss mich hier erstmal ums Bild kümmern. Die Zuschauer haben kein Bild. Der Theapollo, der hatte gerade ganz wilde Probleme in Fortnite. Da hat der Bildschirm wild geflackert. So, jetzt geht's doch. Ja, geht doch. Das Problem. So, lad mich mal ein. Nochmal, jetzt bin ich tot, weil du Arsch mich nicht eingeladen hast. Mann, War Mann, schon. Mann. Was gefährt sind auch schon zum Casino. Alle eingeladen. Freunde, ich habe mir einen neuen Luxusschlitten besorgt. Ich habe mir nämlich hier den Turismo R gekauft. Den hat der Teapolo auch, das Haltmobil. Weil ich habe gesehen, da gibt es eine geile Lackierung für den. Besser als mein Halb? Na, guck mal doch mal an hier. Ja, der ist aber nicht so toll. Lila habe ich ja auch. Darum geht's aber gar nicht. Du Was verstehst heißt den hier los? Hintergrund nicht. Warte, ich Was muss ist mal das denn hier? zu meiner Garage. Komm. Waffentransporter, was ist ein Ja, da Waffentransporter? kannst du irgendwie eine komische Quest starten. Okay, das will ich nicht. Pass mal gleich auf, Apollo. So, komm zum Casino. Erstmal muss ich kurz zu meiner Werkstatt. Ich muss dir den. Ja, Mann, was macht der denn da? Ich muss dir erklären, warum der. Abgestürzt, was soll der Scheiß denn? Was machst du denn? Ich mach gar nichts. Ich fahr los und auf einmal ist abgestürzt. Ja, Die selber Scheiße schuld, wenn hier. du schon illegal zum Casino fährst. Mann, das läuft ja heute wieder 1A, du. Zum Kotzen. Erst hier so ein Bildschirm wie Laserschuh in Fortnite. Alles am Flackern und am Flackern. Das ist Fortnite-Verbot, nennt man das. Oh, es hat Was sich kann man der. eigentlich mit der mobilen Kommandozentrale machen? Die hatte ich mir ja gekauft. Nix. Da kannst du drin kochen. Da kannst du ein paar Sachen drin tun. Und was kann man mit dem U-Boot machen? Nix. Mission. Aber die haben wir alle schon 30-fach gemacht. Mal müssen sie wieder neu starten. Das nervt echt. Doch, doch. Das Auto ist ja jetzt gar nicht drin, meine Scheiße. Guck mal lieber hier. Wir können ja alle Taxi fahren. Ja, habe ich mir ein eigenes Taxi gekauft für 500.000 und bringt gar Weiß nichts. ich gar nicht. Ach genau, da hat der ja letztes Mal immer genervt, dass ich meine Taxifahrten machen wollte da. Hallo, das Ich sind unsere erinnere Zuschauer. mich. Guck. Schau denn, merkt ihr das Auto, wie es aussieht? Ja. Guck mal da vorne. Mhm. Das ist nämlich hier. Ein anderer. Ach Ja, du die sehen Scheiße, das ähnlich ist aus. eine Kacke. Ja. So, Ja. online. Mann, wie fahren die denn hier? So, schick mir schon mal noch mal eine Du Einladung. bist doch noch gar nicht drin, Apollo. Doch klar, Nee. Online wird ja gestattet. Ja, aber du bist noch nicht drin. Du hast doch gesehen, da wurde doch angezeigt. Dein Freund der Apollo ist jetzt online. Ja, trotzdem. Die Eistee. Einladung wirst du nicht kriegen, wenn ich sie dir schicke. Und ich unterbreche jetzt nicht meine Fahrt hier. Für Dünnpfiff. Für Unfug. Gibt ein neues Auto wahrscheinlich jetzt. War so ein Kack. Lass mal sehen. Boah, immer wenn ich huste, tut mein Kopf weh.
vor ganzen Husten hier. Ich brauche mal was zu trinken. Weil ich habe eine Feder im Hals oder so. Na, irgendwie ganz sassy. Aber du gehst schon rein ins Casino, oder was? Ja, rein geht schon, aber noch nicht mich drehen. Meine Fresse, ey. Du bist doch jetzt auch schon da. Unglaublich. Nee, bin ich noch nicht, denn ich muss erst mal in deine Sitzung reinkommen, weil... Was ist das denn für eine Rentnerkiste? Ich habe auch noch 12.000 Jetons, die ich mal gewonnen habe. Hast du mich eingeladen schon? Nee, weil du ja noch gar nicht drin bist. Doch, ich bin drin, Dennis. Und du bist gar nicht mehr beim Casino, wie es aussieht. Weil es abgestürzt ist. Wo bist du denn drin? Ich lade dich jetzt ein und dann gucken wir gleich mal, ob du die Einladung hast. Was mache ich denn hier? Ja, jetzt wirst du die kriegen, du bist ja jetzt drin. Hab dich eingeladen. Ist der verbrannt, ne? Sieht aus wie ein richtiger Rocker. Gib mir dein Geld. Hab nichts. Du siehst richtig scheiße aus, weißt du das? Von so einem hässlichen Gesicht muss man erstmal ein Foto machen. Schön von damals unten. Damals wollte ich einfach nur schnell in GTA rein, da hatte ich keine Zeit. Ja, merkt man. Leider kann ich das Foto nicht speichern. Denn ich habe alle Fotospots besetzt. Wir haben ja letztens unsere Stats angeguckt, ich erinnere mich. Der Apollo. Ach, da ist er schon. 8,5 Tage in GTA verbracht. In Online. Bei den Dingen. Ach, hier steht das. Direkt eine der ersten Sachen. 5000 Kilometer und was hast du? Was, 5000 Kilometer gelaufen oder gefahren? Oh. Gefahren? Ja, zurückgelegte Entfernung. Okay, warte. Statistik. Zurück, wo steht das denn? Bei Karriere. Ach da, 7200. Wie viel Geld hast du insgesamt eingenommen? 22 Millionen und ausgegeben habe ich 56. Bei mir steht, ich habe 72 Millionen eingenommen und 74 ausgegeben. Das macht ja keinen Sinn. Ja doch. Ich habe ja auch 22 eingenommen und 56 ausgegeben. Aber wie geht das, wenn man... Ja, wenn man sich irgendwie was kauft, oder wenn du Geld vom... Oh, coole Karre, die hole ich mir. Vom, hier, vom Staat bekommst, wenn du hier... Ja, Rentnerkarre. Die 200.000, die du gerade zum Beispiel bekommen hast, die werden ja nicht als Einkommen gezählt, die bekommst du ja einfach so. Einkommen ist ja, was du durch Mission oder so bekommst. Oder durch zum Beispiel Casino. Oder wenn du dir Shark-Karten kaufst. Nee, aber eben nicht. Die werden eben nicht dazu gezählt. Nein, sag ich ja. Mario-Peach-Dings machen. Caio Perico, aber die haben wir schon 100 Mal gemacht. Och, und der Apollo kriegt, oh nice, 10k RP. Dann hol ich mir mal das Auto, auch wenn es scheiße aussieht, aber Auto ist Auto, ne? Das sagt man ja bekanntlich nicht, nein, scheiße, ein T-Shirt. Apollo ist spielsüchtig, ist ja auf jetzt Twitch verboten, Casino zu spielen. Genau, Apollo, wir werden gleich ach nee, wir sind ja gar nicht mehr auf Twitch. Ja, stimmt. Voll. Und jetzt, ich hab das Auto voll im Blick. Das wird nix. Aber vielleicht ein Hemd noch. Mystery. Das ist meistens Schmutz. Ja, Kokainlabor. Ja, super. Das Kokainlabor. Spielsüchtig. Jawohl. Alles gratis. Das ist ein bisschen was.
Komm, ich hol mir die Millionen. Ich bin tot. Wie, du bist tot? Leider aufgewacht. Wie kann man denn so schnell sterben beim Trinken? Erstmal auch einen reinschleifen. Ich hab diesen Maskott-Whisky oder so, wie der heißt. Maskottchen. Das kostet ja alles scheiße viel. Ja, ja. 150.000 für ein Champagner. Ich mache ja auch hier den Richard's Whisky. Warte, welchen hatte ich? Nicht, dass wir gleich gebannt werden, wie Excel hier. Mark-Bad-Whisky. Aber ich will ja auch nicht sterben. Oh, geil. Erstmal ins Penthouse. Oh, direkt besoffen. Direkt mal auf die Dachterrasse. Besoffener Kampf auf der Dachterrasse, Apollo. Los. Bist du bereit? Ich habe keine Chance, wenn du besoffen bist. Klar. Ich bin nämlich richtig wütend, wenn ich besoffen bin. Bleib doch mal stehen. Hallo, ohne Schießen hier, Verwandter. Wir gegen den T-Apollo. Wo ist der denn? Ja, hier hinten. Muss mich kurz heilen, der Verwandter hat mich illegal abgeschossen. Oh Mann, was für ein Affen. Dann Kampf gegen den Verbrannten auf der Dachterrasse. Meine Fresse. Was haben wir denn gesagt, du Piss... Meine Güte, gibt's doch überhaupt nicht. Unglaublich hier. Nein, der darf nicht zuschlagen. Ja, gewonnen. Die Besoffenen gewinnen immer. Oh, jetzt wird's wieder ganz wild gerade. Hier den Arsch. Apollo, könnten Sie von meinem Auto weggehen? Ja, klar. Scheiße. Abgemacht. Was machst du denn da? Mein Auto wegspringt. Ja, mit einem Witwenmacher, genau. So. Oh. Ja, eben. Ja, du hast halt überhaupt keine Ahnung. Lass mal gucken, ob es neue Waffen gibt. Oh, was ist das denn hier für eine geile Karre? Meine geile Karre. Finger weg. Echt? Ja, klar. Yeah. Wenn du nicht fragst, darfst du ein paar Probe fahren. Ja. Richtig geil aufgemotzter BMW. Immer draufhalten, niemals wegziehen, ja? Boah, Dennis, was ich höre gleich auf. Ihr seid alles solche Idioten, ihr Affen. Hallo. Wir hören ja jetzt auf. Ja, ich auch gleich. Nein. Einmal töten ist ja ein bisschen Spaß. Da muss ja auch mal sein. Ja, lasst mich einfach in Ruhe. Macht ihr, was ihr wollt und lasst mich einfach in Ruhe. Nee. Doch. Wir wollen ja was mit dir zusammen machen. Ja, aber ich nicht mit euch. Verruhig dich mal lieber hier. Guck mal, der Verwandte hilft dir sogar, die Tür zu schließen. Ein wildes Rennen. An meinem Porsche, der zieht besser durch. Ja, der ist ja. Mein Auto ist ja auch nicht auf Geschwindigkeit. Der driftet ja wie Scheiße. Aber der Apollo. Oh, Alarm! Aber wer nicht fahren kann, der kann auch nicht gewinnen. Oh, der Apollo ist abgebogen. Der ist Wächter. Ja. Aufs Navi mal gucken. Ja, ich schau wenigstens nicht aufs Navi und überlebe dabei. Du schaust hier aufs Navi und stirbst. Wilde Manöver hier. Wilde Manöver? Oh, die können ja alle nicht fahren hier, ne? Apollo, wo willst du denn eigentlich hin? Weg von euch. Weit weg von euch.
Wir müssen den Apollo wieder zur Ruhe bringen. Apollo, dir fehlt eine Tür. Es ist in Deutschland nicht erlaubt, so zu fahren. Eieiei, ein dicker Crash, da ist mir die Motorhaube abgefallen. Mein Auto driftet, ich muss unfassbar bremsen in den Kurven, weil ich mich sonst nur überdrehe. Ja, wenn ich das Auto wechsle, seid ihr schon über alle Berge. Oh, Apollo hat einen Crash. Oh, da muss der Rettungsdienst kommen. Verloren. Hier waren wir letztens schon mal. Hier haben wir den Apollo abgeschossen. Dann schlängeln wir uns durch. Verfolgungsjagd auf den Straßen hier von Los Santos. Der Apollo nimmt aber auch jede Laterne mit. Nee, ich wollte nur Licht ausschalten damit. Damit werde ich nicht mehr sehen, oder was? Oh, der Apollo, der springt hier wild über die Schanze. Alter, voll da umgegangen. Oh, yeah, das war aber knapp. Da gab es einen dicken Crash, weil ich nicht auf die Straße geachtet habe. Abkürzung. Voll ins Nichts. Hab nur eine Tür verloren bei der Abkürzung. Und ich brauche was zu trinken. Oh, ich habe hier so einen Typen. Oh, ein Gangangriff. Ja, schnell weg hier. Apollo, der hält nichts von Lenken in der Luft. Einfach schauen, was passiert. Hallo, abdrängen ist hier illegal. Boah, ist Apollos Kiste langsam. Ja. Also da ist ja meiner viel schneller. Und er ist gar nicht auf Geschwindigkeit. Oh, aua. Polizei, einmal rechts ranfahren, bitte. Na, ich brauch meinen Tee eigentlich. Ich mach mir gleich mal einen. Jetzt gibt er mal nur Gas. Polizei, stehen bleiben. Oh, ein Massencrash da vorne. Oh. Ich bin voll dran vorbeigefahren. Dafür setze ich ihm direkt wieder im Nacken. Was drängelst du mich denn weg? Alter, was, du willst du mich überholen hier, Mann? Überhol mich nicht. Ich habe hier die krasseste Karre in der Stadt. Das ist der T. Apollo. Der irgendwie, oh, der hat einen Kollegen beauftragt, mich abzudrängeln. Aber nicht mit mir. Hier sind überall Flugzeuge. Oh, er biegt rechts ab. Oh, da muss auch einfach mal eine Frau dran glauben. Aber hier sind wir in einer wilden Verfolgungsjagd, da ist alles erlaubt. Polizei macht auch nur jeden Tag. Eben, Mann, was biegen die denn hier alle ab? Hier kann man gut rund. Ey, was biegt der ab? Der ja, eben. Der Apollo, der scheppert hier auch mit 800.000 km/h lang und baut einen dicken Crash. Ja, einmal nur gedreht und schon wieder alles. Oh, was ist denn da passiert? Der arme Mann, den hast du fast überfahren. Der hatte panische Angst. Was? Weil hier der wilde T. Apollo. Jetzt haben wir ihn in der Mangel. Scheiße.
Wilde Driftshow im Parkhaus. Polizei steht. Alter, Alter. Mann, was ist das denn hier? Die biegen hier ab mit ihren Mutti-Kisten. Ja, wenig stimmt. Oh, mein Auto qualmt schon. Apollo, hast du schusssichere Reifen? Ja, natürlich habe ich schusssichere Reifen. Bam! Das gibt hier Stress. Mein Auto gibt gar nicht mehr richtig Gas. Oh. Unfall. Der Verbrannte ist ja gar nicht mehr an ihm dran. Ja, Apollo hat mich getötet. Ja, oh. Weil du auf mich geschossen hast, da muss ich mich ja wehren. Du hältst ja nicht ab. Bei Polizei, wenn du nicht an den Zug geschossen hast. Du bist ja keine Polizei. Na klar, bin ich die Polizei. Ich hab doch sogar blaues Auto. Der Apollo will zum Flughafen und flüchten. Da habe ich mein Privatjet. Der Apollo will ins Ausland flüchten. Oh, macht aber hier erstmal ein paar Überschläge noch. Oh, diesmal steigt der Apollo nicht aus. Hat er dazugelernt. Bin ich stolz. Mein Auto gibt kein Gas mehr. Da hilft nur noch der Sprung über die Schanze. Geile Abkürzung 1A. Wieso kriege ich denn Sterne? Bin ich auf dem Flugzeug? Apollo wird illegal reingelassen, weil ich meinen Hangar hier habe. Weitere Verfolgung auf dem Flugplatz hier. Ich bin hier nur am Rumdriften. Oh, geiler Crash davon und nice Fast-Tilts hier. Wie wechselt man nochmal die Waffen im Flugzeug? Mauswahl. So. Wir müssen den Apollo aufhalten. Wo ist der? Am Flughafen. Ja, bin ich auch. Ah, der überfährt mich und dreht mein Auto um. Scheiße, was hab ich denn jetzt gemacht? Ja, Darin, du hast die Sprengung da dran. Verbrannter hat Eistier Apollo erledigt. Der hat mit dem Jet auf dich geschossen. Was hab ich gemacht? Perfekter Zeitpunkt, mir einen Tee zu machen. Geld. Welches Geld? Ja, ist gerade, wenn du mal guckst, 8 Minuten noch Aktion. Du musst dir das Geld einsammeln, die Dinger. Oh, so ein Pissgesicht, echt. Wieso hält das Flugzeug so wenig aus? Ich hab gedacht, das hält aus. Macht der Verbrannte hier für illegale Sachen? Was ist das denn für ein Kackflugzeug? Normalerweise hält das mehr aus. Was hast du gemacht, Verbrannter? Apollo startet. Ich habe ein paar Schüsse auf ihn gemacht. Er ist direkt tot. Und deshalb hat der alte mein Auto ist ja kaputt. Was machst du denn hier? Mal hier Mors Mutsche. Warum hab ich vor allen Dingen Sterne? Oh. Da brennt's aber beim Verbrannten. Werde verfolgt! Ich Officer komm mit ihrer Knarre hier. Lass ich mir nicht bieten.
komm jetzt wieder abholen. Nein, Dennis. Ja, ich war gerade dabei, die Dinger einzusammeln, weil gerade hier, wie du siehst, da unten ist Aktion. Ja, super. So, die 3000, die du jetzt verloren hast. Ja, dann spiel du mit dem verbrannten. Du kannst doch, komm doch jetzt wieder, mein komm, Gott. Apollo. Ich schieße dich auch nicht mehr ab. Na, wir wollen doch zusammenspielen. Nee, Moment. Doch. Wie laufe ich denn hier überhaupt her? Ich will mich eigentlich nur verstecken. Vor der Polizei, die ich warum auch immer habe. Und jetzt mache ich mir meinen Tee weiter. Startet Apollo schon wieder? Bei mir ist hier gar keine Polizei. Dennis hört dich nicht, der macht einen Tee. Also. Hier ist gar keine Polizei. Ja, geht doch. Herr Branter, wir haben Kinder-Pinguis mit Erdbeergeschmack. Ja, dachte ich mir auch, das schmeckt unnormal künstlich, aber eigentlich ist es ganz geil. Lass mich mal einsteigen. Das geht nicht. Dann lass mich drauf springen. Ich steig auf den Flügel. Hallo. Mein Jet jetzt hier, du Arsch. Oh, was ist denn da los? Hallo. Jetzt aber schnell weg hier. Schnell hinter das Gebäude. Hier wird um, dass ihr Fahrzeug gestohlen wurde. Das wurde nicht gestohlen. Ausgeliehen. Das hat ja gar kein Sperrfeuer, was ein Gammel. Ah ja, da hat mich der Verbrannte ausgelöscht. Oh, hier ist ein Flugzeug. Jetzt hole ich mir noch die Pinunsen. Oh. Ich habe eine Nachricht bekommen. Ich habe noch gar keine Alarmtür auf dem Discord gemacht. Deshalb schaut auch keiner zu. Dann hat auch niemand hier die Vorfälle mitbekommen. Die sie intern gab. Ich lade dich ein. Guck mal, du kannst jetzt sogar noch Pinunsen abholen. 3 Minuten hast du noch. Nein. Ich dachte, du willst mich voll reinfliegen. Nein. Deshalb bin ich schnell rausgesprungen. Das ist aber. Das will ich nie tun. Beim Apollo war es denn nur ein Versehen. Ich wollte ja ein paar Mal in die Luft schießen. Was ist das ein Scheißflugzeug? Damit fliege ich doch nicht. Das kriegt man nicht mal in die Lüfte hier. Schieß mal ab hier, das Flugzeug. Welches? Na, meins. Ja, warte. Hier. Episch, scheiße, ich hab's nicht rechtzeitig rausgeschafft.
Oh, da kommt noch ein. Ich habe ein komplett heiles Polizeiauto, ohne irgendeinen Schaden. Jetzt schnell Lester anrufen. Geil. Ein komplett heiles Polizeiauto, ohne nur irgendeinen Schuss in der Scheibe oder so. Nix. Das ist perfekt. Und damit kann ich jetzt rumheizen. Nämlich zu meinem Hangar. Ah, ich habe mich selber unter meinem eigenen Reifen eingeklemmt. Oh, da hebt ein T-Apollo ab. Ich parke jetzt auch meinen eigenen Flieger aus. Mach ich mal. Hast du auch einen Jet? Nein. Woher soll ich das Geld haben? Der Hangar hat mich 2,5 Millionen oder so gekostet. Was kostet der Lachs hier überhaupt? Nicht viel. Das ist der Billo-Hangar. Für den anderen hat es nicht gereicht. Ich meine das Flugzeug. Den du hast? Hm. Nein, es ist der P-Laser ist, was 6, es ist. 6,5, ja. So teuer. Aber ich habe auch einen geilen Jet. Für mehr hat es nicht gereicht, mein Gott. Habe ich mir halt ein altes Handtuch genommen und einen Motor dran gebaut. Ui. Jetzt kann ich hier geil rumcruisen. Der Apollo ist beim Weinwutsche. Warte, aber ich habe noch ein Flugzeug. Ich hole das mal, weil das ist ja kacke hier. Damit bin ich ja in 100 Jahren noch nicht bei euch. Nein, ich bin rausgesprungen aus Versehen. Oh. Was geht das denn? Ich wollte E drücken statt F. Oh, da hört man es explodieren. Steht doch schon das neue Prachtstück. Das neue Prachtstück. Ich habe aber auch ein richtig. Oh, der Apollo ist gestorben. Wie ist das denn passiert? Dieses Mal war ich. Oh, er will landen. Und. Oh, schießt über die Fahrbahn hinaus. Über die Rollbahn. In einen Stein oder so. Der Landstrau. Das Flugzeug ist jetzt auch nicht viel besser, naja. Was hast du jetzt? Ein Wettrittflugzeug. Das ist zwar immer noch nicht geil, aber immerhin kann ich ein bisschen Rauch machen. Du Arschgeige! Ey, ich komme mit dieser Scheißsteuerung auf der Tastatur immer noch nicht klar. Wie kann man denn da... Oh Gott. Ey... Was? Ja, jetzt stürze ich ab. Wie kann man? Auf dem Controller ist das viel einfacher. Ich schließe dich jetzt auch an. Jawohl, wenigstens kostet mich das nichts, wenn der Verbrannte mich abschießt. Boah, geiler Flip. Ein doppelter Flip und ich lande auf allen vier Reifen wieder. Geil, ne? Hast du gesehen, ne, Apollo? Mhm. Deine Kamera ist falsch.
Pech. Was? Pech. Nee, nicht Pech. Das sieht scheiße aus. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Aua, aua. Hey, das Auto steht einfach offen hier, okay. Ran an die Buletten. Jetzt mache ich hier mein eigenes Luftfrachtunternehmen. Da muss man ja Aufgaben machen. Nee, abbrechen. Kann man nicht, scheiße. Muss ich jetzt wirklich das fertig machen? Hoffentlich nicht. Ich wusste ja nicht, dass man da Aufgaben machen muss. Man muss das doch abbrechen können. Was wolltest du denn machen? Kann nicht, die haben mir ja gesagt, hier richte dein Luftfahrtunternehmen ein. Und da dachte ich, da kriege ich einfach Free Cash, ohne irgendwas zu machen. Weil irgendwer hat mal gesagt, hier gibt's keine Aufgaben. Na super. Muss ich jetzt entweder eine halbe Stunde warten oder ich gehe zum Mogul und mach das Ding kaputt. Ich mach zweiteres. Du gehst zum Mongral. Zum Mongral. Ich geh zum Mongral und mach den kaputt. Wo ist denn der Mongral? Wer kommt denn da so schnell? Auf einen ganz kleinen, ja dann los. Ab auf einen kleinen Flughafen, meine Freunde. Da müssen wir jetzt hin. Ja. Ja, beim kleinen Flughafen. Da oben ist der Teleport. Beim ganz kleinen oder bei dem? Beim ganz kleinen in der Wüste. Also hinter der Wüste. Eigentlich. Und da sehen wir den Teleport unten. Ja, das Flugzeug schützt ab. Erstmal rein in die Ego. Ach du Scheiße. So, dann mach Vollgas. Ich sehe dich gar nicht im Helikopter. Ach, da oben. Bin doch auch nicht im Helikopter. Wer ist das denn? Ja, ach, ja, hallo. Alter, wieso fliegt der Apollo so hoch? Weiß ich nicht. Apollo schießt auf mich. Der Apollo, der zählt aber auch immer unnötig Strahl an. Nimm doch die Raketen. Nee, ja, dann. Ich meine den Teleporto. Ich kann, glaube ich, ausweichen, oder? Ja, klar. Natürlich. Das ist sehr easy, vor allem mit dem Jet, weil der super schnell ist. Kann ich auch so eine schöne Drehung. Oh, Panda Girl ist da. Hi, Panda Girl. 120 Meilen sind das wahrscheinlich, ne? Lange nicht gelesen. 120 Meilen? Ja, ich weiß. 1,6. Aber 120 Meilen mal 1,6, das sind ja, sagen wir mal, ja, irgendwas knapp an die 200. Ja,
Aber ein Flugzeug fliegt doch nicht mit 200 km/h, das ist ja unnormal unlogisch. Ja, es fliegt 400-600 km/h. Ja eben, so ein kleines. Und so ein Jet 2000. Ja, locker. Quatsch. Na klar, ein Passagierflugzeug fliegt ja allein schon irgendwie 1000. 900. Ja, 900. Ja, irgendwie sowas. Habe ich mal gehört. Hat mich nämlich mal interessiert, wie schnell so ein Ding fliegt. Bin gelandet. Und hier ist die Mogul. Boah, das ist ein Flugzeug mit Geschütz oben drauf. Wie geht's euch? Uns geht's super. Nee, eigentlich geht's mir richtig beschissen. Oh, wann ist mein Tee niemals kalt? Au! Was ist denn da passiert? Oh, guck mal, hier sind die Gangsters. Oh, die Gangsters, die wollen mich scheppern. Echt? Soll ich sie töten? Nee. Bin schon tot. Hallo! Du Arschgeige, lass meine Mogul aber da. Ja, die lebt. Ich will die Mogul eigenhändig crashen. Das Kackteil. Nur Ärger hier mit den Aufträgen. Boah, sieht das Ding scheiße aus. Los, Verbrannter. Geh oben an Geschütz. Eine Beschleunigungsrennen, ja, super. Dann lass mich mal schon mal 10 Sekunden eher loslegen. Ja, okay. Okay, ich komm nochmal. Oh, Apollo schießt. Ja, Apollo. Wo ist denn der Apollo? Ah, wo ist denn der Apollo? Sau. Ja, irgendwie muss man sein scheiß Flugzeug doch schon ausnutzen, wenn es schon ein Geschütz hier hat. Achso, ich hab mein Fahrwerk ausgesucht. Oh, der Verbrannte, der fliegt ganz wild. Und der qualmt auch schon. Ich müsste mal dicht eigentlich treffen, das wäre geil, dann wird dein Jet einfach abstürzen. Raus da aus dem Kackteil. Ich kann nicht mehr richtig fliegen. Kann einfach wirklich senken. Lass mich rein, lass mich rein! Flieg, flieg, flieg! Gib Gas! Die sind hinter mir her. Ich merke das schon. Heb doch mal ab, zieh das Ding hoch, zieh die Kiste hoch. Ab in den Sonnenuntergang. Und Absturz. Ich hab dich gekillt, willst du mich verarschen? Ich hab dich seit... Oh, mein Flugzeug geht doch sogar noch. Ich dachte, das hat der Verwandte kaputt gemacht. Nein. Nee, weil da irgendwas explodiert ist, kurz nachdem ich gelandet bin. Eieiei. Oh, besser, dass ich rausgesprungen bin. Der Apollo ist abgestürzt danach. Das große Drehen. Ach, jetzt habe ich die Mechaniker. Da kommen auch schon die Gangster. AKA die Polizei. Mal schön über die Leiche fahren. Mein Flugzeug brennt aber. Scheiß drauf. Solange es noch funktioniert. Apollo, willst du einsteigen? Ich hab doch ein Auto hier. Aber das Flugzeug brennt. Das ist dann cool. Jetzt aber schnell anrufen, weil wenn hier noch mehr auf mich geschossen wird, explodiert das am Ende ganz. Hallo, was kann ich für dich tun? Okay, mein Freund, I'll take care of the LSPD. Hier vorne ist doch noch der andere Hubschrauber. Hä? Ist der da gerade ins Ding eingestiegen? Der Polizist ist im Flugzeug. In welchem? Nee, ach, das wird nur weggeschoben. Aber ich kann nicht mehr lenken mit meinem Flugzeug. Mein Flugzeug ist kaputt.
Aber ich bin doch hier, muss doch irgendwo auch der Hubschrauber sein. Ich bin mit dem noch hier gelandet. Dann ist die Spawn. Hä, wieso das denn? Darum, ja. Kann man nicht mal zwei Minuten seinen Hubschrauber hier ab... Oh, jetzt ist es ganz kaputt. Das war's wohl. Nee, geht noch. Man kann immer auch noch... Nee. Warum hab ich denn jetzt schon wieder einen Stern? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie mögen die Polizisten das nicht, wenn man die anguckt. Au, 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 au. Ja. Ist Apollo jetzt tot? Nein, nicht? Oh, ja, da kommen sie alle, ne? Oh, der T-Apollo. Eieiei. Da ist ein geiles Flugzeug. Lass mal das geile Flugzeug da stehen. Und mich am besten auch. Hä? Die sagen, mein Flugzeug wäre kaputt. Das ist ja auch. Ja, hol dir mal die Schrottkiste da vorne. Im Hangar steht eine Schrottkiste. Mir geht's gut. Hab einen Freund. Ja, Glückwunsch. Aua, die wollen mich töten, die Schweine. Da weiß ich mal warum. So. Du bist so alt. Was ist denn da passiert? Oh, der Apollo holt sich jetzt den Chat. Da kennt er nichts. Steig doch mal ein, Apollo. Nee, geht ja nicht. Geht? Na klar. Geht ja nicht. Warum geht das denn nicht? Der brennt nicht, der. Ist kaputt. Der läuft doch noch 1A eigentlich. Angetrieben und haben gesagt, er wird. Was jetzt zurück? Du Arsch. Oh, da kommt die Polizei. Ich spawn und die Polizei kommt mit 8000 km/h an mir vorbeigescheppert. Oh, hier sind ja wirklich alle Flugzeuge kaputt. Habe ich 200 Dollar für nichts ausgegeben. 2,5 Dollar? 200. 2,5 Dollar, das ist aber eine starke Investition. Mann, die gehen aber auch nicht dran, die scheiß Pegasus-Ärsche. Bei mir schon. Dann mach mal hier frei. Die sind die ganze Zeit bei dir zugange. Hallo, ich will nur zu meinem Flugzeug. Ja, Pech! Dann hier, besetz nicht die Nummer. Ich will auch ein Flugzeug. Die können mal die Spawn hier, die ganzen Kackdinger. Da sind die Krankenwagen. Die spawnen aber nicht, wenn wir hier sind. Wir müssen mal wegfahren. Ich wollte dich gar nicht überfahren. Der spawnt das Flugzeug nicht. Ich bezahle 200 Dollar. Ja, weil da zu viele Sachen wahrscheinlich sind. Oh, Apollo! Hä? Du lebst noch? Naja. Ich dachte, ich hätte dich voll überfahren. Wir müssen mal weg hier, sonst die spawnen die Dinger nicht. Also einmal alle einsteigen. Steig ein, Apollo. Wir fahren weg. Wartet. Du hast ja Sterne. Du kannst nicht einsteigen. Nein, ich bin gestorben. Der Krankenwagen ist nur für zwei. Fahr mal weg. Ja, ich bleib hier stehen. Dann siehst du vorne da auch nichts.
Jetzt habe ich den Apollo, der fährt fahrerlos einfach über die Klippe. Der Apollo hat sich raustippet. Bin gleich. Achso, ich gehe laufe einfach zum Wasser. Das ist ja eigentlich dieses Boot. Nuss eigentlich. Ja. Hier kommt die Feuerwehr. Apollo wird hier wild geschossen. Ich weiß gar nicht warum. Kendrick. Jetzt sind wir direkt hier, sind alle respawned. Ich habe gar keine Muni mehr für manche Sachen. Muss mal wieder aufhören. Was ist denn jetzt los? 13.200, boah. Und da sind die neuen Flugzeuge. Der Apollo, der fährt hier in die Kanister rein. Und im Hangar ist natürlich keins, war ja klar. Hallo, du Arsch! Das war meins. Du darfst gerne einsteigen, natürlich. Hallo! Hier wird nicht rausgezogen. Hier ist alles legal bei mir. Hallo! So, du darfst einsteigen jetzt. Ohne Sterne, ohne alles. Ich warte. Steig ein, mein Freund. Freunde der Sonne. Jetzt geht's hier mal richtig ab. Dann machen wir uns hier unsere eigene Startbahn. Au! Müssen wir die Kiste nur noch hochkriegen, bevor die Bäume kommen. Ah! Okay, neuer Versuch. Mitten durchs Feld. Ich habe alles unter Kontrolle. Mhm. Hier. Wir müssen vor der Trauerweide da abheben. Dann scheppern wir da voll rein. Ei, aber easy geschafft. Naja, aber das hat gebackt irgendwie, ne? Hat gar nicht gebackt. 1A lief das hier. Und jetzt landen wir auf dem Strommast. Wie wird das schaffen wollen, fragst du dich, aber easy. Ja, gar nicht. Na klar. Nein, das schafft man nicht, Dennis. Das schafft man easy. Du kannst ja nicht bremsen. Dann müssen wir es überleben. Siehst du, sag ich doch. 1A. Gelandet. Guck, 1A. Wir können jetzt hier auch Monate bleiben. Und wenn wir wieder los wollen, dann schmeiß ich. Ja, dann brauchen wir ein bisschen Glück, aber das wird schon irgendwie. Okay, irgendwie doch. Oh, doch! Wir bewegen uns und jetzt hebt der Vogel ab. Nein. Oh, wir brennen und wir fallen runter. Ja, ungünstig geparkt. Aber ich habe dir bewiesen, man kann auf Strommasten landen. Ja. Nee, schließt sich nur nicht der Zweck. Oh, sind wir zufällig hier runtergefallen? Bei dem Strommast? Wahrscheinlich. Pass auf, ha! Boah, der wurde mitgenommen! Wo ist denn der Verbrannte hin? Kacken wahrscheinlich, Alter. Oder essen. Kacken. Zug! Da ist ein Zug. Mann, was machst du denn? Warum steigst du denn aus?
Weil ich zum Zug wollte. Jetzt ja, ich auch. Jetzt schaffen wir es nicht. Lass mich doch. Ja, los, fahren. Komm, steig doch ein. Steig doch ein. Ja, los, fahr, wolltest du sagen. Fahr da hoch. Ja, mach ich ja. Na, mach mal. Und stell das Auto auf die Gleise. Los, fahr doch hoch. Dennis, hier ist doch erst noch eine Brücke, da kann ich jetzt hochfahren. Da hättest du da gerade links auch hochkommen. Doch nicht so schnell, bist du bescheuert. Schnell raus hier, der Bolle, der kriegt's nicht hin. Und der Bolle, der sitzt noch drin im Auto. So war das aber nicht geplant eigentlich. Ich folge dem Zug. Folg dem Zug mal. Ich schieß dich dabei ab. Als kleines Hindernis. Warte, nee, die Waffe ist zu stark. Damit ist langweilig. Hier mit der MP. Ach Dennis, ich versuche doch auch noch auf den Zug drauf zu kommen. Ja, komm. Oh, da kommt er voll angebrettert. Oh, da fällt er in den Graben. Da fressen ihn die Raben. Ich brauche einen kleinen Vorsprung. Willst du mit dem Auto drauf oder was? Nein, aber ich muss ja erst aussteigen und dann. Ach so, Vorsprung. Ich dachte Felsvorsprung. Deshalb. Aber den voll. Oh, da unten ist er. Jetzt muss er aber schnell machen. Da kommen noch welche gleich. Jawohl. Da hat er es tatsächlich hochgeschafft. Erstmal einen Messerkampf machen. Was? Nein, nicht hier auf dem Zug. Trau dich mal drauf, Apollo. Geh mal hoch. Hä? Wie wurdest du nicht erwischt? Mal treffen die Ampeln einen doch. Nee, aber nicht, wenn die zu niedrig sind. Hey, warum bremsen wir nicht? Die war doch im Bahnhof. Ach so, weil wir falsche Strecke fahren. Was machst du denn da? Nein! Dann hast du jetzt noch eine Chance, schnell wieder drauf zu gehen. Oh. Mann, ich wollte den Zugführer erschießen. Ist schon tot. Hab ich soeben getan. Oh, mein Tee ist soweit. Geil. Na, das Pferd ist tot. Der Verbrannte müsste aber auch gleich gekickt werden. Leute auf der Straße abschießen ist immer lustig. Schön mit der AR voll draufhalten. Die geben dann immer richtig Gas. Hä, hey, warum haben wir angehalten? Weil die Haltestelle ist. Ich hole mir eine Actionfigur. Hier oben ist nämlich immer eine drin. Bei der Haltestelle war ich noch nicht. Ja, da oben ist eine Actionfigur. Ist sie nicht. Oh, jetzt weiter, jetzt aber schnell. Den muss ich doch erwischen, mein Zug fährt ab. Ah, ich bin vor untere Gleise gefallen. Ja, das war's, da fährt der Zug weg. Dann jetzt mal schnell irgendwie an Gefährt kommen.
Oh, die Polizei kommt hier schon. Perfekt für mich, weil ich brauche ja gerade mal ein Auto. Ich wurde erschossen, super. Ja, nur weil du eine Actionfigur wolltest. Da gab's keine Actionfigur. Doch, ich habe gesehen eine. Oben. Nee, dann hatte ich die ja schon. Dann hatte ich die schon. Oh, die Polizei kommt aber, um mir zu helfen. Nämlich, um mich doppelt zu überfahren. Und dann einfach auf mir stehen zu bleiben mit ihrem hier, Auto. Siehst du das, wo der Zug ist? Ich schieß mal eine Granate hoch. Ich bin der Zug ist ewig weg, aber ihr seid 2 Minuten ohne mich gefahren oder so. Aber ich krieg euch. Ich habe die aus dem Auto gezogen und die sagt, dass ich sie fast getötet habe. Schieß mal hoch, so Leuchtfeuerwerk. Ne, so Leuchtfeuer meine ich. Feuerwerk sieht man schlecht. Oh doch, ich sehe es da oben explodieren. Ja? Siehst du, schieß nochmal. Ja, ah oh, ja, seh's. Aber schieß mal die Leuchtdinger hoch. Oben, bei Pistolen ist. Vorletzte. Ne. Du hast nur 2 Pistolen, willst du mich verarschen? Schieß doch auch. Oh, da sind die Flares oben am Himmel. Da kommt der weihnachtliche Flair ins Haus. Gleich wird's lustig. Guck mal nach vorne. Ja, ich sehe, du hast da auf den Schienen gefahren. Das war eine saftige Explosion. Wie der Apollo hier steht, das frage ich mich auch. Saftige Explosion Motion. Oh, fast in den Gegenverkehr. Ein Geisterfahrer. Oh, da ist einer in den Gegenverkehr. Guck mal, da fährt einer auf der falschen Spur. Guck mal. Ja, ja. Siehst du? Warum bin ich da zwischen? Ah, oh, ja. Ah, ich fall runter. Ja, ich auch, also ich bin jetzt hier zwischen. Muss aber auch rechnen auf. Auf den Bottich. Muss der Apollo sich alleine beschäftigen. Ups. Na warte, dann gehe ich jetzt schnell auf den Bottich, wo wir hier auf dem Zug sind. Ich beeil mich, ja? Ja.
Fehler passiert. Was für ein Fehler? Ja, ich habe aus Versehen den PC ausgemacht. Ich wollte die Farbe verändern, aber mit dem falschen Knopf gedrückt. Wie kann man denn den falschen Knopf? Ja, im Dunkeln habe ich nicht gesehen, richtig. Eigentlich mit Minecraft, ist der Server noch online? Ja, klar. Ja, Siggi. Denk mal, wir werden weiter noch Minecraft machen. Ach, geht ja, aber ich jetzt keine Lust mehr. Aber vielleicht. Dann ist ja auch gleich Lust auf eine Runde Bingo in Minecraft. Das war ganz geil. Hast du da letztes Mal mitgemacht? Nee. Aber hast du gesehen, was das ist? Nee. Echt nicht? Auf komme, Bingo-Spielmodus, der ist total geil. Da kriegst du eine Bingo-Karte und musst dann entweder waagerecht, senkrecht oder diagonal halt 5 Gegenstände von der Bingo-Karte besorgen. Macht schon Spaß. €60 Hogwarts Legacy ist ein schöner Teil. Was kostet 60 Euro? Hogwarts Legacy. Achso, ja, ja. Ist der Verbrannte wieder da, hab ich gehört. Ja, ja, aber er hat keinen Bock. Sollen wir gleich Minecraft? Sogar Bingo? Wo hat er keinen Bock drauf? Geht ja. Ja, hab ich auch nicht. Sollen wir Bingo machen? Können wir machen. Aber erstmal möchte ich was testen, kurz. Ah, was ist denn jetzt passiert? Ich bin einfach hochgeflogen, hä? Warum? Passiert das, wenn man hier zwischenläuft? Warte, hör mal auf. Ah! Nee, da liegt man aber. Guck mal, man fällt da immerhin. Oh, ich bin unter die Schienen gefallen! Boah! Du bist aber voll weggeflogen. Egal, ich bin wieder drauf. Bis einer von uns stirbt, albern wir jetzt hier rum. Und ich hab noch Kacke an der Finger, Freunde. Können wir eine Runde Bingo machen auch? Der LKW ist, weil du geschossen hast, einfach dazwischen gefahren. Einfach zwischen den Zug. Wieso startet denn dieses Kackspiel jetzt nicht? Kackspiel. Weißt du, ist Minecraft? Ja. Rocket. Ach, Dennis, es schießt doch gerade hier. Ja. Und ich schlag doch gerade hier. Ah, okay, reicht. Mann, die Waffe ist doch viel zu stark. Ja, dann hör doch auf, mich zu schlagen. Staatsangehörigkeit. Ich überschlag mich! Auf Gammel war das? Ja! Auf Gammel! Ja, warte, wir kommen auch sofort! Ja, wir kommen auch sofort! Sobald der Apollo tot ist, kommen wir! Ach, hier! Sammle vorgegebene Items auf deiner Bingo-Karte! Jawohl! Warum machst du das? Kommen wir! Weil ich Bingo will! Aber vorher muss ich noch vor den Zug springen. Ich will auch sterben. So, dann kannst du auch in 1.19.3 und ab vor den Zug. Dann können wir von da aus nämlich nachher noch auf den Server. Auf den Server. Lounge. Ja, Bingo macht voll Spaß, finde ich. Hoffentlich ist diesmal eine leichte Bingo-Karte. Hoffentlich diesmal eine richtig beschissene Bingo-Karte. Willst du einen Schluck? Nee. Hättest du auch nicht bekommen. Spaß. Ich hätte ja sonst auch einen Tee gemacht, wie im Krankenhaus. Ich hab einen Tee hier. Ein Tee Apollo. Was ein Witz, ne?
Ein Spitzenreißer. Hätte auch von der Apollo kommen können. Ja, eben. Deshalb ist der ja so spitze. Und deshalb frage ich mich, warum du nicht lachst. Das ist doch genau dein Humor. Apollo lacht über seine eigenen Witze. Ja, merke ich schon. Later. Ich will jetzt nicht restarten. Die 1.7.10 wird nicht mehr supported, Apollo. Echt nicht? Gibt's bei Badline nicht mehr. Eieiei. Ist auch alt. 1.7.10. Ja, 1, aber da haben wir immer viel Mods mit da. 1.7.10. Ja. Die gibt's ja auch noch. Aber nicht über Badline. Ja. 1.7.10, 1.14.4 und 1.15.2 sind raus. Warum? 1.15 auch. Ja, weil die keiner benutzt. Wer geht denn in die 1.15.2? Ich. Da hat man noch den alten Nether, Apollo. Stell dir das mal vor. Den alten? Ein einziges Biom. Nur Festung und Gas gibt's da. Ja. Keine Piglins. Was gibt's denn? Ja, Piglins, Bastionen gibt's jetzt. 5 verschiedene Biome. Ach du Scheiße. Alles das Geile kam erst mit der 1.16. Neverride gab's da auch nicht. Da war der beste Diamantrüstung. Ja. Irgendwie leckt's bei mir in Minecraft. Irgendwie habe ich nicht so viel FPS. Und 1.14.4 war immer geil zum Speedrun. Können wir auch mal morgen machen. So einen nicen Speedrun. Eine neue Bestzeit aufstellen. Unsere alte liegt bei 2 Stunden 49. Das ist verdammt schlecht. Und jetzt kommt das Beste am Tee, Freunde. Das Teebeutel auslutschen. Da muss man immer, das muss man immer timen. Weil der dreht sich und da muss man das richtig timen. Wow. Jetzt. So, Mehrspieler, komme. Ich halte ihn einfach mit dem Löffel fest, den Teebeutel. Ich hab keinen Löffel. Ich hab auch keine Pfanne. Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Der Apollo, der meldet sich ja auf dem Server an. Und will gleich erfahren, was er nicht erfahren will. Dass wir keine Freunde mehr sind. Ich hab dich gelöscht, Apollo. Ich hab einfach das Minecraft-Account gelöscht. Oh, Freunde, ich hab übel den Aufschluck. Ich kann so nicht spielen. Wie spielen? Ja, mit 60 FPS. Du kannst auch mit 60 FPS spielen. So, dann lad mich ein zur Party. Ich hab selber nur 60. Sogar weniger, ich habe 16 in der Lobby. Aber in der Lobby ist auch immer was anderes. So. Noah drippt. Lars ziehen 400 Apollo, musst du mal vorstellen. Ja. Kriki war zuletzt vor 416 Tagen auf Gummel. Ja. Du. So, dann lad den habe ich noch hier in der Justin. Und dann Attacke. Ach, der alte Account von Justin, 590 Tage. Ich kann mich wundern, wir haben doch letztens erst gespielt zusammen. Atti war vor 930 Tagen online. Nee, ist ja fast 3 Jahre. Ja, steht hier. Ja. Neurocore. Lukas, der war vor 7 Tagen online. Habt ihr alle angenommen? Jawohl. Ja. Rein ins Bingo. Was haben die denn da gemacht? Bingo Update, rein ins Update. Spielt nur keiner. Na, wir sind doch zu dritt, reicht doch. Aber hier sind nur 2x2 und so, das ist ja scheiße. Nee, Update wollen wir nicht. Viermal. Dann gehen wir hier mit den anderen Fuzzi da rein. Team Rot schnell. Der Verbrannte ist in Team raus, auf Verbrannter. Nein. Doch. Dann bin ich Team Grün, Team Gladbach. Nee, dann bin ich. Ich bin jetzt Team Blau. Nee, ich bin jetzt Rot. Der Apollo wird gleich noch gekickt. Ich habe keinen Perk auswählen können. Scheiße. Slash Perk erstmal machen. Perk, Slash Perks erstmal. Ich hab keine mehr. Ja, Resistance and Regen. So, da siehst du die Karte. Da, Strength. Irgendeins. Musst du lesen. Und jetzt siehst du die Karte, Verbringelter. Erstmal, jetzt hier erstmal den ganzen Scheiß loswerden. Ne? Also alle fragt man nicht drauf. Ich mit der Karte. Slash ja, Finger, du musst die Items finden. Entweder. Wenn ich hier bin. Ja, du musst von hinten runterspringen und dann unten fahren. Ach so. Oh, die erste Reihe ist easy. Klar, nee, ist sie nicht, obwohl. Ja, doch. Ja, Mann. Nö. Slash Bingo.
Oh, Alarm. Na, die erste Reihe ist, glaube ich, möglich. Vor allem, weil wir hier direkt ein Powder-Snow-Biom haben. Ich nicht, ich habe eine Wüste. Wie lange hat man Zeit hier? Unendlich. Ja, eineinhalb Stunden. Eineinhalb Stunden geht, glaube ich, maximal. Aber normal ist eine Runde nach. Oh, hier habe ich schon Power. Das ist nur noch 20, 30 Minuten vorbei. Man muss fünf Dinge in einer Reihe finden. Ja, ja, egal wie. Nee, fünf entweder Dinge in einer diagonal, Reihe. Diagonal, senkrecht oder waagerecht. Okay, das ist nicht. Ja, das ist nicht schwierig, ja. Ist auch nicht schwierig tatsächlich. Die Karte ist easy. Doch, bei mir ist es tatsächlich nicht ganz so schwierig. Ja. Aber, ach, das ist doch schwierig. Boah, hier sind Mushrooms direkt, nehme ich direkt mit für Spider-Eye. Da, wie heißt das denn? Das fermentierte Spinnauge. Jawohl, da habe ich die Mushrooms schon mal. Ja, das wäre eine easy Runde. 20 Minuten, dann ist es das. Boah, ich bin hier wieder. Ich hab hier direkt eine Wüste. Das hab ich, ja. Brauch erstmal Eisen hier. Hier ist Eisen. Aber ich hab halt noch gar nichts. Ich glaub, das lag zu Louis. Ich kann das nicht erkennen. Mach auf die Karte, nimm aus der Hand. Slash Bingo. Genau, Slash Bingo, dann wird dir das angezeigt. Das ist eh besser, da siehst du auch Crafting-Rezepte und sowas. Ah, jetzt. Ach, Bruststeinmeier, okay. Ich hab gar kein Holz mitgenommen, fällt mir gerade mal auf. Wie kriegt man einen Skelettschädel? Skelettschädel ist unmöglich. Da muss ein Charge Creeper neben einem Skelett explodieren und es töten. Ah, okay. Also das kannst du direkt mal vergessen. Oh. Eine Ofen, Pulverschnee-Eimer. Easy. Das geht aber. Ja, wenn du im Schneebiom bist. Oh, ich hab einen Deep Dark hier unten. Ich bin hier aber in so einer Wüste. Pulverschnee ist wirklich easy. Also habt ihr auch Resistenz 2, Regeneration 2? Das je nach Perk. Ich hab das ausgewählt, ja, ich hab das. Weil ich hab keine anderen Perks mehr. Du müsstest eigentlich noch alle haben. Weil du noch nie gespielt hast. Ich hole mir jetzt erstmal hier dick Eisen ran und dann gehe ich gleich Oberfläche. Mit Slash Spawn kannst du auch wieder an die Oberfläche, einfach zum Spawn hoch. Wenn du dich mal in der Höhle. Kann man das reinschütten oder kriegt man nicht. Brauchst kein Essen. Nee? Nee. Nee, nee. Boah, hier könnten auch halt einfach Dias sein, ne? Geil, da könnte ich mir ein bisschen Dia-Equip machen. Also die 23 Eisen, die werden auf jeden Fall reichen. Hier sind safe Dias, wenn hier keine Dias sind. Erstmal den Warden spawnen, habe ich Bock. Was ist denn hier? Da sind die Shrieker. Und da holen wir mal den Warden rein. Sterben ist nicht schlimm. Du kommst halt nur wieder an Spawn. Ja. Mal deine Sachen noch. Ja. Ja, ja, die behältst du. Ja. Diamantspitzhacke nicht so gut. Oh, da kommt er, glaube ich. Nee. Mann, wann spawnt der denn? Ich will jetzt hier eigentlich auch keine Zeit verschwenden, aber ich will den trotzdem mal spawnen einfach. Ah, da ist er. Guck mal, Apollo, da ist der Warden. Ja. Da kommt er raus. Den schepper ich jetzt mit der Diahacke. Der one-hitted mich. Aua. Naja, ich wollte eh zurück an die Oberfläche, deshalb ist scheißegal, weil ich brauche Holz. So ein Ofen. Wie macht man denn? Ein Ofen? Ja, wie macht man denn? Ich muss eh auf die Nacht warten für die Maschine. Wie mache ich denn eine Bruchsteinmauer? Ach, anzeigen. Oder? Ja. Bruchsteinmauer ist doch ganz easy. Einfach sechs Steine, abgebaute Steine. Oder Stone Cutter. Ach so, perfekt. So. Ja, das muss reichen. Ah, ich hab's falsch gemacht. Bring mal zwei Öfen. Wird's hier auch Nacht? Ja, klar. Cool. Dann brauche ich jetzt eine Kuh. Was ist das? Das kann ich erkennen. Mach doch Slash Bingo. Ja, das ist aber immer nervig. Das findet man ein Herz des Meeres? Musst du im Schatz finden, in der Schatzkiste. Wenn du ein Schiffswrack lootest, kann das in der Schatzkarte. Was ist denn das für ein Scheißspiel? Das ist easy. Nein. Da muss man ja nervig schwimmen gehen. Ist aber möglich. Erstmal hole ich mir jetzt gleich den Powder Snow. Dann hole ich mir nochmal Holz hier kurz.
Bierwurzeln habe ich ja noch nie gehört, dass sowas. Nee, da. Die Bierwurzeln müssen die blauen sein, ne? Bohnen mache ich mit. Ey, was, ey? Ich gehe hier gleich raus, ich habe da keinen Bock drauf. Das ist aber easy. Roter Sand. Das muss man finden, aber die Map ist nicht so groß. Und den roten Sand muss es irgendwo auf der Map geben. Habt ihr dasselbe? Wie? Also ja. Habt ihr dasselbe? Aber nicht die gleiche Map. Aber wir haben dieselben Karten. Rote Beete, das könnt ihr schaffen. Wie macht man das? Muss im Dorf hin. Oh, Schild brauche ich noch, ganz wichtig. Ich habe doch ein Fernrohr, wieso wird das nicht? Ja, weil du das selber machen musst. Das hast du ja von Anfang an. Ja, was ist das denn? Wer das denn für mein Spiel stürzt ab? Doch nicht. Boah, das Schild, das leckt immer so unfassbar. Finde ich unglaublich. Wenn man immer stundenlang erstmal 0 FPS. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hier kann ich gar nichts. Man muss halt was auch irgendwas machen, ne? Ja. Einfach das immer kann nur. Ich nicht schaffen. Was, dann natürlich kannst du das schaffen. Vor allem das Herz des Meeres ist doch easy. Da muss er einfach. Wo soll ich eine Amethyst-Scherbe herkriegen? Habe ich noch nie gehört, dass sowas gibt. Ja, man muss in der Höhle finden. Aber das ist ja auch scheiße. Aber einfach ein Schiffswrack, das ist ja easy. Welches macht ihr denn? Ich mach die obere Reihe, die ist ja einfach. Ja, will ich auch, aber ich weiß nicht, wo ich so ein scheiß Herz des Meeres. Ja, im Schiff, da musst du erstmal eine Karte finden. Da musst du einfach über den Ozean. Brauner P. Zucker, weiß ich auch nicht, wo ich Zucker herbekomme. Das ist Zuckerrohr. Ja, irgendwie ist voll Lust verbrannt, oder? Voll Lust. Ja, weil ich das nie mache, irgendwie sowas brauche ich nie, wenn ich. Aber Minecraft, GTA. GTA hatten wir gerade schon, eine Stunde. Oh, Dorf. Nicht, dass ich das bräuchte, aber. So, guck mal, 3 habe ich schon. Oh, da ist Sugarcane. Sugarcane außerhalb der Border. Ich krieg's kurz. Latus, Latus. Dorf auch. Ach, ein Feuerzeug. Nice, das ist ja easy. Oh, ein Room Portal. Aber da brauche ich dann gleich. Ach, guck mal, hier habe ich doch. Ich fahre erstmal auf den Ozean und guck mal, ob es da irgendwas gibt. Okay. Ich mach's Gold mit. Ich weiß ja nie, wofür man das Gold braucht. Stimmt, das Leder, aber das Lederding findet man eigentlich auch easy in der Schifffahrt. Oh. Aber ich weiß noch nicht, wie ich am besten ins Schneebiom komme. Ich muss suchen, die Map ist halt nicht so groß. Und irgendwo muss es ein Schneebiom geben, weil sonst kannst du es ja gar nicht schaffen. Brauche ich nur noch Nacht, dann muss ich eine Spinne töten. Nacht soll es aber gleich werden. Zucker. Und Pilz hier, schon mal perfekt. Zucker und Pilze habe ich. Atti, wir haben gerade gesehen, du warst seit 930 Tagen nicht mehr auf Gomme. Ganz lustig. Boah, aber es leckt in Minecraft immer so und ich verstehe nicht warum. Hast du irgendwas aktiviert? Nee. Ich habe 30 FPS, wenn ich hier über den Ozean fahre. Echt? Ja. Jetzt wieder 117. Boah, ich habe mich verfahren. Wie geht das denn? Oh. Wir sind ganz viele Kühe und es wird Nacht. Geh ich wohl doch erst da auf. Ist eine Kuh, da sind Kühe. Boah, hier sind richtig viele bei mir. Oh, Schildkröten, oh. Bring dir aber nicht. Die Kuh haut ab. Aber wieso krieg ich kein Leder aus der Kuh? Ja, ich hab auch grad keinen. Weil man nicht immer was kriegt. Ich hab 4 Kühe getötet. Könntest du, jetzt hab ich eins. Achso, ich hab ja. Das brauche ich ja gar nicht anders, weil ich auch eine bessere habe.
Ach du Scheiße. Oh, Mineshaft wäre da unten. Da gibt's irgendwas, was ich aus dem Mineshaft bräuchte. Ich gehe gleich in Game Mode. Oh, hier sind. Ich bin hier bei Verbrannten. Ich bin ja Admin auf. Ich meine bei diesem Dings da, Bums da. Oh, der hat mit dem Dreizackhammer geworfen, der Arsch. Beim Verbrannten, genau. Nein, der Ertrunkene. Der Vertrunkene. Hier ist Eis, oh, hier ist Schnee, hier ist Schnee, hier ist Schnee. Ein Mangroven-Sumpf hier. Was soll. Der kleinste Mangroven-Sumpf, den ich je gesehen habe. Weltrekord, Freunde. Da ist auch noch eine Myzel-Insel. Guck mal, Apollo, der kleinste Mangroven-Sumpf, den ich je gesehen habe. Ja, das ist. Der besteht aus drei Bäumen. Aber wo ist jetzt das Shipwreck? Irgendwo muss er dir eins geben. Sonst wäre das ja hier alles verarsche aufkommen. Sonst kannst du das ja gar nicht schaffen. Alter, was brauche ich jetzt? Pulverschnee-Eimer, wie kriegt man den? Einfach einen Eimer und dann Schnee oder was? Ja, Pulverschnee, das ist bestimmter Schnee. Oh, ey, ach stimmt, da macht er noch ein Vierter mit. Der hat noch nie was geschafft irgendwie. Ist da ein Shipwreck da vorne? Nee, ne? Ich hab ein Dorf. Oh, geil. Oh, ich hab auch eins. Da ist geil, Scheiß hab ich, ne? Sehe richtig sexy aus. Da ist auch ein Dorf, da ist auch ein Dorf. Schnell hin. Ah, hier geht's weiter mit dem Mangroven. Sind ja eigentlich alle auf einer Map oder? Nein! Zwei immer also auf einer Map. Nee, es sind zwei immer auf einer Map. Schlafen kann ich nicht. Nee. Was ist denn? Aber, ja, wäre ja auch scheiße. Vielleicht kann ich mit denen handeln. Du brauchst ja die Nacht auch für viel. Hier, steh mal auf. Vielleicht willst du tauschen. Nein, wir bleiben. Ich kann auch einfach nehmen. Hallo, Apollo. Ach, du bist auch hier? Ja. Manu, steh auf! Ich wollte doch mit den handeln. Apollo, der schläft erstmal eine Stunde. Der wartet, bis wir gewonnen haben. Das ist nach da vorne, das ist doch schon die erste Spinne. Apollo bringt den Eisen. Apollo ist am Eisen, wird schon gestorben. Wie geht das? Okay. Jetzt wollte den Fels machen, damit ich. Da muss man sich hochbauen, den kann man sonst nicht töten. Ach so. Drei Blöcke hochbauen. Brauchte Eisen, deshalb. Aber jetzt bin ich. Tot. GTA bitte? Ja, jetzt nicht. Später vielleicht. Nee, GTA nicht mehr, haben wir schon. Morgen bestimmt wieder. Also ihr könnt ja später noch GTA spielen, aber ohne mich. Das weiß ich nicht. Schau, der scheiß Spinne. Was ist das hier? Ein Pferd. Pferd ist eigentlich ganz gut, oder? Gibt ja, ein gibt bisschen auch Leder. Ja. Aber ganz selten nur. Ich das doch hat mir Leder gegeben, zwei Stück sogar auf einmal. Oh, geil. Da ist doch eine Spinne, die kommt, die kommen schon zu mir. Mann, kein Spinnauge, was soll das denn? Oh, eine Pilzinsel, nice. Dann kann ich mir den Pilz holen, damit er Spinnauge fermentieren kann. Ja, sind wir doch alle auf einer Map? Das sah bei mir auch so aus. Ich bin. Wir können auch gleich mal das Updated Bingo spielen. Da müssen wir aber in Zweier Team. Dann gehe ich mit irgendeinem Fremden rein. Oder alleine wahrscheinlich, weil das hat ja gerade keiner gespielt, wie es aussah. Keine Spinne, das ist unfassbar. Wie kann man denn so ja, wenig Spinnen okay finden? Hier ist ein Panda irgendwo. Oh, hier ist noch ein Pferd, das ist sehr wichtig. Komm. Ja, wie viel Leder braucht man für eine Rüstung? Acht. Ach, scheiße, zwei fehlen. Oh, sind hier viele? Was ist denn hier los? Aber natürlich kein Spinnauge. Ich bräuchte jetzt auch mal hier eine Spinne. Das Skelett klettert hier die Bäume hoch. Da sind noch Pferde. Ich hab einfach gut. Ich brauche eine beschissene Spinne, sonst muss ich gleich wieder runter in der Höhle oder so. Ein Spinnenauge ist doch jetzt auch nicht so super selten. Nee, eigentlich nicht. Ich weiß immer, wie ich die immer wegschmeiß, weil ich die ja nicht brauche. Aber jetzt braucht man die mal. Perfekt, jetzt hab ich die Brust. Nein, den Creeper ist explodiert.
Ich habe aber keinen Schaden. Da ist eine Spinne, komm. Wieso habe ich keinen Schaden? Kein Dings. 1000 Fäden schon bekommen, aber kein Auge. Noch eine Spinne hier vorne, komm. Du bist es. Du versteckst dich doch schon so im Gras, weil du mir dein Auge nicht geben willst. Jawohl, da ist es. Let's go. Ich muss auch mal da am Land und auch mal zaubern. Ah, hier ist eine Spinne, perfekt. Komm. Nen Auge, perfekt. Bei der ersten Spinne. Tschüss. Das war ein Heart of the Sea. Wie auch immer ich das irgendwie bekomme. Wie mache ich so? Ja, Heart of the Sea brauche ich noch, das ist alles. Das, das und das. Ja, hab's, perfekt. Man könnte auch darauf gehen, ne? Mit Jungle, ich glaube, ich gehe lieber darauf. Also jetzt hier irgendwie ein Dinges zu finden. Das aua. Maximal unwahrscheinlich. Ich brauche ein Jungle Sapling. Ich hab einen. Ich weiß. Jungle Sapling, dann gehe ich in Nether. Ich hatte irgendwo einen Lavasee da vorne. So, was brauche ich jetzt? Ich brauche noch ein Meeresauge, aber. Das Meeresauge finde ich nicht. Deshalb habe ich mich umentschieden. Hab einen Jungle Sapling, das ging ja schneller. Boah, warum ist der hier in Half-Leder unterwegs? Okay. Lapis, Flint and Steel braucht man eh, um in Nether zu kommen. Okay, dann gehe ich. Ja, ich weiß, wo war jetzt der Mineshaft? Der war irgendwo da weit hinten, ne? Ein Meeresauge kriegt man nur im Schiff. Nee, in der. Kannst du nur in der Schatzkiste finden. Die beim Schiff. Kriegst ja beim Schiff eine Schatzkarte immer. Und wenn du dann zum Schatz gehst, kannst du damit. Geringer Wahrscheinlichkeit. Wie kompliziert ist das denn? Das ist ja nicht kompliziert. Na, warum ist hier keine Katzenspinne? Oh. Naja. Hier, Alter, viel, das ist mir zu viel. Hier. Keine Spinne. Achso, hier war ich schon. Hier habe ich den Dschungelbaum. Was habe ich denn jetzt gemacht hier? Weil auf einmal aber auch hier alles scheiße wird. Geh mal ins Lava. Da ist eine Spinne. Der Zombie kommt, beeil dich. Kein Spinnen, zwei Spinnen und kein Spinnenauge. Nee, ich mach's auf die sichere Art. Was soll das Scheiß denn? Weil ich so schlecht fürs richtig machen will. Alter, der Verbrannte stirbt gerade live. Ja. Was ihr nicht wisst, wenn man live stirbt, dann wird man einfach gebannt. Der wollte eine Wassermelone essen, ohne abzubeißen. Scheiße, jetzt wird wieder Tag und keine Spinne, kein Spinne. Kann man ja zum Glück auch im Dünnschiss finden, da. Oh. Also Bingo ist echt ein Kampfspiel. Ne, ich find's gut. Ja, da muss man dahin, das. Ja, ja, natürlich. Ja, Bingo halt, ne? Das ist geil. Ja. Na, wir können ja nochmal auf den Server. Festungsspawn? Was ist das denn? Wir können ja nochmal auf den Server jetzt gleich und der Mel zeigen. Hier Mels Haus zeigen. Ja, das ist schön, das ist. Da hat sie sich auch wirklich drüber gefreut. Ja? Ja. Hat sich nicht gestört. Nee, wirklich nicht. Da war ich auch erstaunt. Hab ich nicht mit gerechnet eigentlich. Aber vielleicht ist es ja auch weg. Ich hab das, glaube ich, weggesprungen. Ist da ein Kühe explodiert. Also nicht. Ich war ja gerade drauf nochmal auf dem Server. Also heute Mittag. Jawohl, Spinnenauge. Spinnenauge. Oh. Gibt keine Wasser-Emergies im Nether. Habe ich das Spinnenauge. Alter. Und finde ich jetzt hier eine Warp Forest. Das ist ja scheiße. Aber so ein beschissener Spawn. Eigentlich freut man sich über Never Waste. Und das ist ja mal richtig kacke hier. Aber das schlecht.
Ach, Zucker brauchst du noch. Mann, wir wollen auch irgendwo Zucker vor. Mann, der hat Lapis gefunden, der gewinnt Bingo. Ich kein Warp Forest finde. Oh, Zuckerrohr. Da. Wer schießt denn hier? Wer schießt hier? Da ist kein Gas, der ist unsichtbar. Tor für Schalke, es kriegt zu viel. Der Schalke-Opa. Sollt nur etwa heute ausgerechnet gegen Wolfsburg gewinnen, Freunde? Heute gegen Wolfsburg. Da sind 3 Punkte Pflicht. So. Jetzt. Zack. Spinnenauge, zack. Und Pilz, zack. Was war das? Ja, Wolfsburg. 9. Ah, noch. Eigentlich ist das so. Lapis Lazuli? Ein Feuerzeug? Eisenbrauch ist kacke, ja, das war's. Ich muss nur eben. Dann nochmal eine Warp Forest, Mann. Wo laufe ich denn hierher? Irgendwo durch den Dönisch ist. Basalt Delta, jetzt kommt einfach der letzte Scheiß, der bildet sich hier zusammen. So. Und seid ihr schon fertig? Nee. Fast. Bin auf einem guten Weg. Der Server ist offline. Ich hab auch gegrieft. Wer hat gegrieft? Ich hab gegrieft. Alles. Alles weggegrieft. Nichts mehr steht auf dem Server. Ah, sehe ich. Fand ich, sah einfach scheiße aus. Ich hab außerdem, ich spring jetzt durch Apollos Figur weg. Nee, die springst du nicht weg. Die sieht nämlich richtig geil aus. Ein Meisterwerk. Hier steht für meinen allerbesten Justus. Verbrannten Jung. Hallo. Alltag, den habe ich für den Justus Jonas geholt. Der wollte unbedingt einen. Man muss irgendwo Berge geben. Ich finde kein Dingens. Glaubst du das? Kein Warp Forest. Was für Forest findest du nicht? Den Tarangela Wald. Den suche ich. Ich habe hier ganz viel. Dschungel. Eine Warp Forest, Apollo. Was ist das denn? Im Nether. Achso. Ich brauche die Roots da, die Warped Roots oder wie die heißen. So, einmal zu Mel. Hat ab Mel eigentlich noch Frösche? Ja, habe ich, die sind alle geschlüpft. Bitteschön. Ah, Mel war lang nicht mehr. Ja, die ist auch irgendwie. Ach du Scheiße, sind hier viele Frösche. Die wird auch wahrscheinlich nie wieder online kommen auf dem Server. Meinst du warum? Weil der bald ausläuft. In 2 Wochen. Echt? Nee, den muss er wohl aber verlängern. Ja, dann überweis mir mal. Wie viel? Ein 10er. Ja, die Hälfte, genau. Apollo wird schon 10er. Nee, der kauft sich einmal V-Bucks. Wenn ich gucke, Dennis mal ganz tief in die Tasche. Ich bin jetzt hier in der Bastion, in der Treasure. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hier schaffen soll. Ah! Ah! So für komische Geräusche. Wir wollen es aber auch wissen, ne? Die sind eingesperrt hier. Die Schweine im wahrsten Sinne des Wortes. Ich spiel einfach. Hä, das ist doch. Ist das der Treasure? Ich bin ganz verwirrt. Ich baue einfach Kiste ab. Keine Ahnung. Oh, guck mal, ich bin hier am nordwestlichsten Ende. Aber ich bin. Ah, wo kommt der Cube her? Hier ist die Border. Klein.
Willst du mich verarschen? Was ist das denn hier? Da unten. Da gibt es bestimmt Eisen. Ich bin echt verzweifelt. Ich laufe hier einfach nur noch und loot irgendeine Bastion. Ah! Der Axt ist aber auch assi, der macht ja mein Schild direkt kaputt. Ich meine immer diese Frösche. Ancient Debris. Die Mel findet die Frösche auch sehr cool. Sehr cool. Sehr cool. Hat sie mir erzählt. Findet sie das Beste an dem ganzen Haus. Der hier Blaueis brauchen. Doch, das brauchen wir. Aber doch nicht für 6 Smaragd, ich bin ja nicht kaputt. Ach, so, haben wir irgendwo Eisen. Herr Döner. Apollo isst auch sehr gerne Döner, müsst ihr wissen, Freunde. Ein Döner macht schön. Ja, naja, hat bei dir ja nicht ganz so geklappt. Was ist? Ah! Hä, wie hab ich das denn? Weil ich fair war? Nee, ich hab. Hä, wie? Ach, weil ich Resistancer. Resistance 2, deshalb. Weil du noch nie. Es wäre mit Ancient Debris durch den Never getravelt. Und da ist wieder ein Basalt-Delta. Aber das kleinste Basalt-Delta ist der Welt. Das besteht ja nur irgendwie aus 3 Blöcken. Ich finde kein Warp Forest. Ich glaube, ich gebe auf. Okay. Warp Forest ist doch nicht selten, Mann. Hier bleibt mir nichts anderes übrig, weil hier geht es nicht weiter. Dann suche ich erstmal das Lapis. Hier vorne in der Riesenhöhle. Pferde, also allerbester Freund, zähl mal ein Tier, aber wieso fährt der Alpaka nicht? Pferd? Hast du gesoffen? Das Alpaka fährt nicht. Die fahren auch nicht. Ah! Das Skelett hat mir in der Luft mein Ding zerschossen. Was für ein Ding? Mein Boot. Ich habe ein OP-Gap. Woher habe ich denn den OP-Gap? Habe ich den in der... Achso, den habe ich wahrscheinlich in der Dings gefunden. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich brauche Lapis. Lapis ist ja eigentlich gar nicht so selten. Das findet man auch häufig in Shipwreck. May braucht ein paar Hühner. Ein der Warden hier immer noch? Der Warden ist hier immer noch. Ich glaube, ich kack. Wie macht der Scheißgeräusche und ist der nervig? Da ist Lapis. Na gut, ne? Ja. Man sieht gar nichts. 60 Minuten noch, Freunde. Ist das Spiel hier vorbei? Ich brauche tatsächlich nur wieder mein Portal. Aber ich... Nicht.
Mach mal schneller. Geht. Oh! Na, toller ein Spawner. Und tut so, als hätte er gerade drei Kisten ineinander gefunden. Was in den Truhen drin ist. Vielleicht ist da Herz des Meeres drin. Oder da kann kein Herz des Meeres drin sein. Nur Kacke drin. Schallplatten, Dia-Rüstung. Da ist ja auch nur Kacke drin. Ach man. Toll. Verlängerte Arbeit. Und ein verzauberter Bogen. Shipwreck oder Lavasee? Einen von beiden brauche ich jetzt. So irgendwo scheiß Eisen hier geben. Da ist auf jeden Fall schon mal. Oder Lapis wenigstens. Da ist eine Kristallgeode, die hat der Verbrannte für sein Fernglas gebraucht. Da ist Redstone. Brauche ich auch nicht. Da oben ist Eisen. Na toll. Bei so viel Eisen muss man reisen. Muss man scheißen. Das ist doch bestimmt der gleiche Ozean, wo ich gerade schon fünfmal drüber gefahren bin. Hier ein Shipwreck ist. Da ist Eisen. Da muss ich mich raufbauen. Ach, da ist Eisen. Nice. Wofür brauchst du ein Eisen? Wofür geierst du denn da so drauf? Ein Feuerzeug. Der Porto geht einfach normal caven, ja? Hm? Nix. Ja, für ein Feuerzeug braucht man Eisen. Ich kann es auch im Dorf oder so kriegen. Du hattest doch im Dorf sogar. Ja, aber ich bin ja vom Eisenkohlen zerstört worden. Der hat mich ja voll gedischt. Weil du den einfach so falten willst. Klar klappt das nicht. Aber hier beim Eisbiom war ich noch nicht. Das heißt, ich habe wieder Hoffnung. Noch eine Kristallgeode. Wo ist mein Ofen? Da. Das ist eine Savanne. Hä? Den habe ich doch gerade da hingesetzt. Also manchmal backt das Spiel. So, Kohle rein, zack, Eisen rein. Und wenn jetzt nicht langsam was kommt, dann sieht's mau aus. Mau, mau. Ja. So. Zack. Und der Ozean wird nicht unendlich lang weitergehen. Zack, jawoll. Und da brauche ich nur noch zwei Items. Ja, Lapis und Wirrwurzeln. Ja, eben. Die habe ich ja gerade im Nether schon gesucht. Aber nicht gefunden. Vergeblich, ja. Ja, weil ich einen scheiß Spawn hatte. Nur Kackbiome. Der Wald wird wahrscheinlich so ein ganz kleines Stück ganz am Ende der Welt sein. Ja, ich brauche jetzt eh Lapis. Ah, jetzt ist ja auch noch so ein scheiß Korallenriff. Oh, der ist aus dem Spiel gegangen. Echt? Ja. Und da ist roter Sand. Ich finde, was der Verbrannte angefangen hat oder so ähnlich. Apollo ist gestorben. Ja, das wollte mich nicht wieder hochbauen, weißt du? Slash Spawner, Apollo. Ich weiß, aber... Da ist ein Villager-Dorf. Ich wollte den Zuschauern noch was bieten. Und eine riesen... Eine Wüstenpyramide. Rote Wüste. Ich gehe mal hier noch aufs Meer. Wenn nicht, fahre ich zurück zur Kristallgeode. Was werden noch
auf dem Bingo-Feld. Lime, Concrete Powder und Diamond. Oh, was ein Scheiß. Ja, möglich ist es. Aber so ein Shipwreck wäre deutlich einfacher. Boah, und was ist das bitte für ein geiler Seed? Guck mal, hier ist ein ganzes Villager-Dorf einfach auf so einer kleinen abgeschotteten Insel. Guck. Ja, denn es kann jetzt nicht. Ja. Vier Häuser. Ja, sehr hübsch. Eine Insel. Und hier sind wir irgendwo in den Mangroven. Das heißt, meine Freunde, hier sieht's mau aus. Aber wir geben nicht so schnell auf. Ich fahre jetzt noch hier einmal lang. Wenn ich mal slash spawn und gehe zurück zu der Gejule. Und. Ja, dann müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie noch Dias kriegen. Oh! Ich habe hier eine Dingens gefunden, eine Mine. Eine Dingens. Oh, und hier direkt Lapis, nice. Zack, haben wir. Lapis ist am Start. Dafür geht's da hinten weiter. Dann nehmen wir mal den Goldapfel mit. So, was brauche ich jetzt? Aber boah, da will ich mich verarschen. Ich meine, hier geht's eh scheiße weiter. Eins, zwei. Oh, jetzt brauche ich noch. Vielleicht finde ich ja hier in der Truhe den Bierwurzeln. Kann man da nicht finden, das ist im Nether, Nether-Item. Kannst du lange suchen. Nach den Wirwurzeln. Oh, da ist ein Giftspinnen-Spawner. Töte die doch einfach. Oh, nice. Gott, so Schiss vor denen. Ja. Kann das sein? Bist du eine Lusche oder was? Hier ist noch eine Truhe. Namstag, jawohl. Ich mach noch bis 45, wenn es bis 45 scheiße aussieht, dann gehe ich raus. Oh, ein Linkshänder-Skelett. 5% Chance oder so. Oha. Nicht so aggressiv. Sieht das schön hier aus. Laschkäfer halt. Ha! Der Zombie hat mich runtergehauen, der Arsch. Oh, da ist die Geode schon. Ging ja schneller als gedacht. Boah, wo kommen die denn alle her hier? Ich weiß auch gar nicht, wie man Fernrohr macht, ist das Problem. Ich weiß nur, dass man dafür hier so ein Kristall braucht. Habe ich euch alle fällig gemacht, euch. Wie kriegt man so einen Kristall? Arschgesichter. Scheiße. Ach, hier. Toll. Und vielleicht habe ich das Rezept ja schon hier angezeigt. Ah ja, ist es schon. Zwei Kupfer, was ist das denn? Das ist schon. Hier war Kupfer. Erinnere ich mich. Nervig. Und wie viele Leute sind denn hier? Hier war doch irgendwo Kupfer. Da, die Giftspinne, die Höhlenspinne. Hilfe! Die kommt. Einfach blocken, dann können die auch nichts machen. Dann. Da waren das verschissene Kupfer. Zack, hab ich die alte Sau gezeigt. Aber in der Höhle ist, glaube ich, hier finde ich nicht das, was ich brauche. Na, wo wollen wir? Ich mein Helm kaputt. Aua. Da ist Kupfer gewesen, genau. Das war weiter unten. Genau, ich guck mal weiter unten nach Diamanten. Vier reicht schon. Ach, Öfen habe ich ja.
Ja, wo ist denn Kohle da hier? Komm, wir müssen doch irgendwo Dias geben, Freunde. Eieiei. Aber nicht die Zeit, sich mal in Ruhe umzugucken. Ah, Lime Concrete. Auch nichts Weltbewegendes, das ist easy. Das kann ich schaffen, das kann ich schaffen. Nein, kann ist ich... es nicht. Scheiße. Jawohl. Ich brauche Kaktus. Ich brauche einen Kaktus. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Egal, ich hole mir hier unten ein Skelett. Da muss doch irgendwo ein verschissenes Skelett unten rumlaufen. Sonst sind doch überall unendlich viele Skelette. Ja, hier bei mir sind ganz viele. Oh, da ist noch ein Spawner. Da ist doch eins, Peter. Zombie-Spawner. Und jetzt brauche ich... Oh, hier geht's weiter runter, ne? Oh, und wie? Mein Chef. Da könnt's auch Dias drin geben. Und hier sind Dias. Jawohl. Eisen? Ach man, was soll ich denn damit? Ey, du hast Dias? Oh, eine goldene Pferde. Dann brauche ich jetzt wieder meine scheiß Wüste. Das heißt, wieder den gleichen Weg fahren, den ich gerade schon zweimal gefahren bin. Und dann habe ich. Dann sind wir durch hier. Wurde ja auch mal Zeit. Dann hole ich mir einmal hier. Eisenschaufel. Warum sind sie nirgends mit dir? Ich verstehe es nicht. So eine schöne... Keine Dias, aber Creeper dafür. Boah, hier sind ganz viele mit verzauerten Sachen. Verzauerter Rüstung. Hier ist immer noch der Linkshänder-Skelett. Was gestorben? Jetzt müssen wir nur wieder bis zur Wüste fahren. Weil ich brauche einen Kaktus. Anders kann man keinen Grün bekommen. Mein Schwert ist kaputt. Und meine Axt auch. Ich hab das geschafft. Mm-mm. Aber keine 5 Minuten, dann bin ich durch. Also unter 50 Minuten schaffen wir es locker, Apollo. Ich bin mal gespannt. Ich muss ja nur noch zur Wüste fahren, dann habe ich's ja. Ich brauche nur den einen scheiß Kaktus. Nirgends. Doch, Dias. Bist du dann durch? Nein, du hast da auch keine Wüste. Ah! Die scheiß Skelette schießen mich hier runter! Der Wolle, der stirbt hier noch, weil er kein Schild hat. Der baut aber auch nur wild, anstatt mal irgendwas dagegen zu machen, dass er angegriffen wird. Ja, weil die Skelette... Die... Mann, da habe ich Dias gefunden und dann so eine Scheiße hier. Ha, warum hast du denn kein Schild? Das ist das Erste, was man macht. Skelette, ja. Nee, hier waren wir nicht. Ich bin hier weitergefahren. Scheiß Delfin verfolgt mich die ganze Zeit.
Der Apollo kämpft hier mit der bloßen Hand, mit der Spitzhacke. Der spammt aber auch der Apollo, deshalb kann er gar nicht überleben. Ja, ausgerechnet. Apollo, Spam bringt doch nichts. Da stirbst du doch nur. Ach, da kommen schon wieder die nächsten Skelette. Ja klar. Ah, da ist also ein Spawner. Da ist ein Skelett-Spawner. Toll. Das sehe ich jetzt. Das ist der Tag, wo die Dias sind. Dann bau ab. Ist jetzt tatsächlich nicht so schwer. Was? Den Skelett vorne zu klären und abzubauen. Ja, das ist nichts, wenn du nur noch drei Herzen hast. Du hast volle Leben. Ja, jetzt wieder. Ha, ich weiß auch nicht, warum du kein Schild hast. Das ist das. Dennis, weil das lohnt nicht. So lange will ich ja gar nicht. Ich will jetzt nur die Scheiße abbauen und gut ist. Ja, aber du brauchst ein Schild, sonst kannst du dir gar nicht richtig schaffen. Und hier vorne müsste die Wüste jetzt gleich kommen. Ja, da ist er. Bin richtig gefahren. Hoffentlich gibt's in der roten Wüste auch Kakteen. Aber ich weiß nicht, warum es nicht sollte. Das sieht gar nicht gut aus. Hier ist gar nichts. Doch, da sind welche. Ich sehe sie. Jawohl. Innerhalb von einem Jahr unter 50 Minuten schaffen wir es locker. Wir sind gleich durch. Das Boot brauche ich auch gar nicht wieder mitnehmen. Ich hole mir jetzt einfach hier 4 Sand. Einen Kaktus. So, stelle hier meine Öfen auf. Was mache ich denn da? Boah, ich bin so eine Lusche, wirklich, in Minecraft. Warum schmelze ich denn den Sand? Wollte ich gerade Gravel schmelzen? Habe ich irgendwie gesoffen? Wir spielen schon zu lange. Hä? Deshalb ist es jetzt vorbei. Echt? War das zu lange jetzt? 50 Minuten. Du hast Bingo gewonnen. Ja, guck mal, was ich alles gemacht habe. Erst wollte ich die obere Reihe, das hat nicht geklappt. Dann wollte ich die mittlere Reihe hier, das ging auch dann irgendwie nicht mit den scheiß Warp-Crews, also habe ich die ganz links gemacht. Was der verbrannte eigentlich hier mit dem Fernrohr und so. Ja, naja. So, jetzt noch mal kurz auf den Server gucken. Jawohl. Dann können wir ja nochmal mal. Was? Kein Tor? Der verbrannte ist aber gar nicht mehr da. Ist hier irgendwie AFK. Away from Keyboard. Dann machen wir noch einen schönen Speed rein gleich. Und dann hören wir auf. Nee, ich mach kein Speed rein. Warum das denn nicht? Da sind wir doch in einer Stunde durch. Nein, Dennis. Was? Mach ich nicht. Hab ich keine Lust drauf. Warum denn nicht? Oh, hier ist ja ein Händler. Ein Händler. Blue Eyes. Der verkauft ja hier alles Wilde. Jede Scheiße verkauft er ja hier. Kakao. Honig. Man hat hier noch Tränke von dir geklaut. Nee, die habe ich dir geschenkt. Freunde, hier ist die geile T-Apollo-Statue, die Fußball-T-Apollo-Statue. Das Gesicht sieht ein bisschen kacke aus, aber darüber reden wir einfach nicht. Der Justus. Problem, wenn Connecting to Server.
Mann, das kennen die ja noch gar nicht. Mein Schloss kennen wir ja noch gar nicht, meine Freunde. Dann schauen wir uns das direkt mal an. Wir können ja noch einen Roblox-Simulator machen. Was hältst du davon? Ja, ich komme eh nicht auf den Server hier. Ja? Machst du wirklich? Ich komme noch nicht auf den Server. Ich will vorher einmal gucken, aber... Freunde, hier ist meine geile Base. Die ist noch lange nicht fertig. Weiß ich aber auch nicht, ob die jemals fertig wird. Warum komme ich nicht auf diesen scheiß Server drauf? Weiß ich nicht. Ich hab dich gebannt. Ich geb's ja zu. Alles verschneit hier. Verschneit und zugeschissen. Einfach so ein MLG verkackt. Kommst du nicht drauf oder was? Yeah. Bist du gerade in der Konsole? Nein, ich mach nicht. Wenn nicht, liegt wahrscheinlich am Badline. Ja, heute läuft alles scheiße, dann habe ich auch keinen Bock mehr, lass es aufhören. Roblox, komm. In Roblox, da läuft es ja nicht scheiße. Dann geben wir. Ich frag mal den Justus. Machen wir jetzt noch 10 Minuten Roblox jedenfalls. Nein, das ist noch was. Er spielt aber seit 6 Stunden Valorant, ich denke nicht. Ich schreibe den Verbrannten, komm Roblox. Der ist jetzt hier irgendwie AFK away from the keyboard. Da hau ich mir lieber gleich noch 2 Baguettes rein. Wieso, Dennis, da ist noch... Nee. Ja, ich hab Bock auf ein Baguette. Ja, Dennis, nee. Na, warte mal. Entweder ist es Chili oder gar nichts. Glaubst du, das kostet kein Geld oder was? Warum machst du denn immer so viel? Oh, der Justo schreibt mir wahrscheinlich, dass er keinen Bock hat. Was wird gespielt? Müssen wir schauen. Roblox dauert aber auch gerade ewig zum Laden irgendwie. Der Apollo, der könnte ja schon mal die Zeit effektiv nutzen und einen Simulator raussuchen. Aber da spielt er lieber am Handy. Ja, weil Schalke spielt, du Arsch! Ja, Schalke ist doch scheißegal. Wen interessiert denn Schalke außer dir? Halt doch einfach Schalke deine Schnauze, echt. Halt dich einfach geschlossen. Geschlossen halt. Der Atomsimulator. Freundesaktivität. So. Ja, komm, Roblox hier. Wir rocken noch eine Runde in geilen Simulator. Schwertkämpfer, das hört sich ja alles kacke an. Hm. Wir brauchen was richtig Geiles. Den Fortnite-Simulator. Der Zerschmetterer-Simulator, wo der Banks auf dem Vorschaubild ist. Den nehmen wir. Oh, vom Banana Studios. Die haben, glaube ich, schon mal einen gemacht, den ich gespielt hatte, der auch ganz geil war. Mit dem Banks auf dem Vorschaubild, Freunde. Jetzt erwarte ich mir hier aber auch viel. Ach, den habe ich schon mal gespielt. 87B habe ich hier irgendwie. Ja, dann brauchen wir den gar nicht machen. Ja, ich bin ja auch schon durch. Car Factory. Car Factory, obwohl Car Factory hört sich geil an. Ich gehe da mal rein, ich guck's mir mal an. Ich komm mal mit rein, wo sieht man die Freunde? Ach da, hier oben ist er, der Verbannte. Jetzt ist er drin. Oh, jetzt ist er hier irgendwie
beitreten. Das ist ja ein Tycoon. Ja und? Ja, das ist ja kacke. Wieso? Wir haben einen Simulator wollen, kein Tycoon. Wir gucken einfach mal. Sieht schon mal viel hoch, ich bin ja hier auf dem PC underway. Also fortsetzen. Möchtest du ein kurzes Tutorial? Nö. Ich will letztes Mal. Was ist neu? Update. Ich will spielen. Wie macht man die Musik hier aus? Da, Einstellung, Musik aus. Ah. Interessant. Oh, gratis alles. Geil, gratis nimmt man sich doch immer. Oh, hier rast schon der erste Wagen rein. Ich brauche Metall und Glas. Ach hier. Oh, hier muss man sogar was machen, Apollo, das ist geil. Da muss man nicht nur wild links klick spammen. Ja. Da musst du die Sachen hin und her tragen. Juhu, super, Dennis. Ja, immerhin. Das ist ja bei Roblox nicht selbstverständlich. Ich hab schon 30k. Was? Wähle ein Auto. Ach, beim Händler. Ich kann noch keins produzieren. Verstehe nicht. Also ich schreibe erstmal dem Justus. Oh, ich hab mein erstes Auto. Komm mal lieber rein, Apollo, bevor gleich voll ist. Nee, das spricht mich nicht an. Das ist aber geil. Das, da kannst du gleich den geilen Motor reinhauen und so. Ja. Nee. Werkzeuglager, Pflanze. Ach, hier vorne musst du wahrscheinlich erstmal. Oh, für 8000 gekauft. Ach, ups, au, oh, hier kann man. Gratis? Das nehme ich doch. Und dann hier drei. Nee, das wäre Quatsch. Der Apollo geht lieber in den Firework-Simulator und spielt ohne uns was. Das ist doch Quatsch. Alleine spielen. Und Dennis, du fragst mich doch nicht, ob ich also was. Ja, dann müssen wir was suchen, was wir alle spielen wollen. Da kannst du ja nicht alleine in irgendein Spiel reingehen. Aber das ist tatsächlich jetzt wirklich nicht so spannend. Na, den habe ich schon gespielt, ne? Klar hast du den schon gespielt. Ist wahrscheinlich auch bei Ford raus. Nee, hier verstehe ich nicht. Achso, ja. Nee, meine Freunde ist abgeschlossen. Ja, und deine Freunde sind wir und wir spielen ja meistens mit dir. Freundesaktivität. Der Fettsack-Simulator. Der passt ja zum Verbrannten hier mit Essen. Dann spielen wir mal den. Nee, der sieht irgendwie auch kacke aus. Irgendwie ist das alles nicht so das Wahre hier. Der Schatzsucher-Simulator. Nein, der ist ganz schrecklich. Hast du den schon gespielt? Ja, klar. Nein. Doch. Ne, der hast du noch gar nicht gespielt. Ja, der Vetter-Simulator. Race at Peter. Lass uns mal in den Vetter-Simulator. 1080, 35 Millionen Besucher. Ach du Scheiße, wie sehe ich denn aus? Warum hängen die Arschbacken bei mir raus? Nee, der ist irgendwie kacke. Der Schatzsucher-Simulator ist gar nicht schlecht. Der ist scheiße. Hast du noch gar nicht geguckt? Ich kenn den doch. Woher denn? Weil der 603 Millionen Besucher hat und ich den schon mal gespielt habe. UFO-Simulator. Wo findest du solche Scheiß-Simulatoren? Wieso, der ist gut? Frag mal einfach mal, komm mal rein in den UFO-Simulator. Hm. Der sieht schon scheiße aus. Nee. So richtig billig. So, muss einmal gucken, wo ich die Musik ausschalte. Drive World. Ich gehe in Drive World. Da kann man ja mal nachgucken. Du guckst dir den UFO-Simulator, ach, den kenne ich doch. Den habe ich beim Banks mal gesehen. Da musst du Leute mit deinem UFO ansaugen.
Der ist eigentlich sogar ganz okay, aber ich will jetzt erstmal hier in die Drive World kurz reinschauen. Richtig heiß in Pink hier. Oh yeah, fährt man jetzt ein Wettrennen gegen andere? Wo? In dem Autosimulator. Boah, wie macht man denn hier die Musik aus? Fahren. Wo mache ich die Musik aus da? Da aus. Boah! Mein Wagen geht schon richtig ab. Was spielt's denn? Boah, der hat sogar Nitro, der Wagen. Wie geil. Boah, 170. Boah, der hört gar nicht mehr auf. Zu beschleunigen hier. Krasse Kurve. Voll Nitro. Ich fahr 200 auf der Autobahn hier. Es hört nicht auf, ich beschleunige immer weiter. Das erinnert mich irgendwie an unseren ersten 24-Stunden-Stream. Hier die ganze Zeit im Kreis waren. Oh, da, die Schanze, die nehme ich aber mit. Die Drachenschanze! Geil. Aber das ist ja tatsächlich nicht so geil. Wir gehen zum Apollo. In den UFO-Simulator. Jetzt lädt der UFO-Simulator erst nochmal. Ja. UFO geupgradet. Boah, ich hab hier eben so einen dicken. Der ist nicht so einfach zu töten, hier mitzunehmen. Und geh doch mal da drauf. Ach, wie macht man die Musik? Man kann die Musik hier nicht ausmachen, oder? Doch, kann man, kann unter Einstellung. Der ist ja tatsächlich doch nicht so geil, wie ich anfangs dachte. Der ist ja irgendwie komisch. Was? Ja klar, du musst dir bessere UFOs holen. Zum Beispiel erstmal ein paar Haustiere. Aber irgendwie komisch. Abzeichen. Reicht das für ein Haustier? Da ist ja auch eine Truhe, da kannst du. Da hinten ist eine Truhe, da kannst du was holen. Was ist denn der Markt? Verstehe ich nicht. Wo kann man sich denn hier Sachen kaufen? Einkaufen. Das ist ja der Rebirth Shop. Der bei UFO. Bei UFO kannst du dein UFO upgraden. Da drüben. Oh, ein ungewöhnliches pinkes Häschen. Nice.
Aber die saugen so komisch ein. Ich kaufe mir jetzt hier eins für Robux. Wo kann man die Haustiere kaufen? Hier bei den Eiern. Was kostet eins? Ein Zehner. Kostet ja gar nichts. Das ist alles billig. Gewöhnlich, ungewöhnlich. Pinkes Häschen. Boah, sehen die schlecht aus. Hast du auch schon ein Epos-Haustier? Ja. Was ist das denn? Sehr unfair. Verbreitet der blaue Hase. Blauer Hase, du bist dran. Komm, gönn Epos. Jo, das kenne ich noch. Ja, roter Hase, Epos hier. Aber wie hieß das Spiel nochmal? Hübi. Hubi, 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 nicht Hübi. Ja, Hubi, stimmt. Achso, man kann auch mehrere UFOs haben. Ich habe jetzt zwei schon. Das fällt eher früh auf. Hä, wie viel hast du denn? Achso, dachte du hast auch mehr. Jetzt muss ja die Fetten hier die richtig was bringen. Wie viele kann man ausrüsten? Zwei. Was ist das denn für eine Scheiße? Und woran sieht man, dass man die ausgerüstet hat? Dann sind sie blau. An der Seite sind die ausgerüsteten. Rechts an der Seite. Oh, was ein schlechter Simulator. Oh, ich hab einen Pinguin auf der Schulter. Nice. Oh, hier ist ein 160er, der Matteo. Der hat einen Krückstock fallen gelassen. Doppelsprung machen. Nee, irgendwie. Oh, da, hier, den Kader. Wie viel Geld hast du so schon? Jetzt 940. Ich hab 3400. Ja, aber ich habe ja auch jetzt gerade wieder geupgradet. Warum habe ich denn da? Ach, das ist gar nicht meins, UFO. Ich wollte gerade sagen. Betrug. War das Betrug? Ja, wir sind schon wieder betrogen worden vom DFB. Scheiß DFB. So. Scheiß Fußball. Na, wie viele UFOs hast du schon? Ja, zwei. Oder was meinst du? Ich hab drei. Ne, geht ja gar nicht. Drei geht nur mit Robux. Ich hab drei. Weiß nicht, was du da bist. Ich saug hier drei Menschen auf einmal ein. Ich weiß nicht, in welcher Welt halt nur mit Robux gehen soll. Wo sind denn die Haustiere? Die besseren mal. Hier nicht diese Billo-Dinger. Wahrscheinlich in der nächsten Welt. Vielleicht ja, eben. Warum bin ich denn da noch nicht? Die kostet nur 1000. Echt? Na klar. Wo ist die denn? Na hier. Oh, hier der Pablo direkt mit 100. Wird direkt ausgesaugt. Und jetzt hier der Winston. Der kriegt alle drei UFOs ab, der hat auch 400 Leben. Wo sitzen die Welt? Da, wo das große Tor ist, mit 1000 dran. Nein, ja, wo das Schloss dran ist. Ja. Jawohl. So, wo sind jetzt? Da ist doch ein geiles Ei für 1000 direkt. So, was brauche ich hier? Direkt mal drei Eier kaufen.
Legendär gibt's jetzt hier auch. Und ich krieg natürlich verbreitet. Das grüne Schwein. In den Haustieren steckt ja sehr viel Liebe, wie man sieht. Ich hab das pinke Schwein. Komm, ach, nur selten. Ich wollte Epos haben. Egal, ich verziehe jetzt all mein Geld hier dran. Ich werde schon noch was Geiles ziehen. Ist ja richtig. Komm, ein weiter, jawohl. Das gelbe Schwein, immerhin was Seltenes. Ja, grüne Schweine schlecht. Ja, gelbes Schwein selten. Nice. Irgendwas verbreitet es wieder. Das blaue Schwein, oh Gott. Nenn doch mal das Legendäre da. Ich verlange ja nicht viel. Einfach nur mal ein scheiß Legendäres in der zweiten Welt von so einem Billo Roblox Spiel. Das sieht gut aus. Nee, sieht's gar nicht. Nicht mal Epos. Komm, zweimal kann ich noch ziehen. Jetzt muss auch gegönnt werden. Immerhin das gelbe Schwein, ja. Aber habe ich jetzt auch schon. Boah, jetzt einmal einsaugen, 5000. Gibt's jetzt hier. Ist richtig. Oh, die Ari mit 1000. Die muss ich dir gleich direkt mal. Die verdient jetzt richtig Kohle. Oh, der Justus ist da. Der will jetzt auch hier UFOs saugen. Ja, gut. Guck nicht mal, guck mal nicht links rein in die Tabliste. Ja, so weit bisher noch nicht. Noch nicht? Sicher? Weiß ich nicht. Man sieht ja nichts. Man sieht ja nur, wie viel du entführt hast. Aber du kannst ja auch 30 Leute in der ersten Welt einsaugen und dann ist das ja gar nichts Krasses. Hier gibt's eine Kiste, Apollo. Ich hab 9,9 Milliarden. Ja. Weiß nicht, wie du dir sowas angetan hast. Also der Simulator ist ja wirklich schrecklich. Ich weiß es auch nicht, das ist so lange her, dass ich den gespielt habe. Ich habe noch so viel, ich habe noch so viele Sachen von früher, wo ich den Simulator gespielt habe. Ja, dann hol die gelben Schweine. Was, oh, wie macht man denn das pinke Scheißhäschen weg da? Hat der Apollo jetzt auch mittlerweile die drei UFOs? Oh, da ist die Lucy. Die wird direkt hier, die kriegt direkt die volle Breitseite. Oh, ich kann so weit hinterlaufen. Ich muss so weit laufen, dass ich die nicht so weit bekomme. Okay. 1,5 kriege ich, weil zwei Freunde hier auf dem UFO sind. Freunde, da seht ihr den T-Apollo. Da vorne. Da ist er. Da auf dem Werbeplakat ist er zu sehen. Ich habe hier Menschen mit 500.000 Leben. Das ist ja nicht so viel. Ach, 2 Millionen. Geht ja noch besser. 60.000 habe ich von dem bekommen. Daily Quest. Nee. Merkt man nicht. Die Daily Quest, die mache ich nicht. Hey, hier ist ja gar kein Shop. Dennis, wie stark sind deine Patch? 4,5. 4,5? Ich bin in der zweiten Welt, was erwartest du? 116,45. Hab mehr erwartet, tatsächlich. Meine Welt kann dir mal 7, mal 37 anbieten. Ich hab schon ein pinkes UFO, ja, geht mal her. Der Speedgame hat aber seine Handelsanfragen aus. Mhm. Weil ich immer früher anfrage. Gibt dem Apollo aber auch was. Naja, was. So lange macht man das auch eh nicht. Doch. Jetzt spielen wir da noch ein paar Minuten. Solltest du bekommen haben. Nee. Du hast die Handelsanfragen aus hier. Ich hab dir eine geschickt. Was hast du geschickt? Anfrage. Nee, krieg ich nicht. Ach doch, nee, hä? Nee, nein. Ja, schick mir jetzt deine. Jetzt doch da! Aber das wird ja ganz unten rechts ganz minimal angezeigt. Ja, ich weiß.
Ja, keine Ahnung. Hüte kann ich dir tatsächlich auch ein legendäres geben. Oh geil, ich wusste nicht mehr, dass es Hüte gibt. Noch ein episches. Gib mal ein paar Edelsteine ab. Edelsteine, wo sehe ich das, wie viel ich habe? Weiß ich nicht. Mach mal einfach 10.000. Ich kann es versuchen. Nee, kann ich nicht. Dann mach ein. Ein Edelstein. Geht auch nicht. Scheiße. Da steht minus 0. Super. Egal, akzeptieren. Soll das ein bisschen was bekommen haben? Zwei gute Pads, zwei gute Hüte. Ein Epos. So, ich muss mir noch drei Eier kaufen, alle, bevor ich handeln kann. Was ist das denn? Die sehen ja scheiße. Was ist denn mal 4,3? Das ist doch schlecht. Der Justin zieht mich hier ab. Hm? Mal 4,3, was soll das denn? Was? 4,3. Hier die komischen Haustiere, die du mir gegeben hast. Mal 4,3 und 2,1. Aber da steht auch irgendwas ganz komisches dran. Oh, dafür habe ich. Warte, das sind die. Warte mal, die Pets bringen dir gar nichts. Warte mal. Oh, was ist das denn? Die bringen dir gar nichts. Weil das eine andere Welt ist. Warte mal. Ja, danke. Warte, ich muss kurz. Danke gucken. Für nix. Warte. Hör mal die Kackbrille aus und den scheiß Halfer. Dafür muss ich dir geben. Warte, jetzt nochmal. Nee, erstmal rüste ich hier meine Hüte aus. Ja, aber die Pets bringen dir nichts. Ja, merke. Tatsächlich. Gib mir den dunklen Affen. Ich will den pinken Affen. Ich will den pinken Affen. Den hier? Ja. Okay. Gerne. Ich liebe Affen. Jetzt soll das was bringen. Hallöchen, Luki Panda. Moin, moin. Jetzt Geld? Jawollo, mal 37, so muss das. Perfekt. Die anderen behalte ich mal für später. Ja, muss ich mir gleich wieder welche besorgen. Ist ja nicht so, als würde ich den Simulator jetzt hier noch 1000 Jahre spielen, die werde ich eh nie benutzen. Ich habe früher, keine Ahnung, einfach random mal gezockt. mal sehen, wie viel Geld ich jetzt bekomme. Oh, die werden ja direkt getötet. Aber das hat nichts mit deinem Haustier zu tun, das ist einfach, weil ich so krass bin. Ich hab ja auch mal eine Giraffe. Hier ist ein Giraffenmensch. Jetzt muss ich einmal kurz gucken. Einmal den hier. 200.000 gibt das da. Und einmal maximales Level kriegst du von dem Pet. Der ist maximal. Einmal, einfach auf akzeptieren. Boah, sehe ich scheiße aus mit diesen komischen Hüten. So. Ah, 30 B. Ist okay. Kurze neue Welt kaufen. Oh, 500 B sogar. Jetzt wird's teurer. Warum kosten denn die UFOs auf einmal so viel? Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wo man. Da hinten bekommt man. 1 B. Von 100.000 hoch auf 1 B, der Sprung. Warte. Soll ich sagen, was ich jetzt. Ein Upgrade von mir. Von den Neonblauen 50 Millionen. Danach 5 B. Von Gelb auf die nächsten. Hey, du hast aber auch viel Geld. Wo soll ich denn so viel Geld herbekommen? 20 B. Sag ich mal nur. Wie ein B, das dauert bei mir ja Ewigkeiten. Ah, ist aber meins, okay. Der Apollo hat meinen Menschen eingesaugt oder sowas. Oder mal? Nee. Ein. Hä? Doch, hat er! 787.000, nice. Hier ist Apollo! Guck mal, hier steht Apollo. Wo? Hier läuft er rum, auf dem Stein, direkt hinter dir. Da läuft er doch. Siehst du ihn? Nee. Hinter dir, der im pinken T-Shirt. Ach so. Hinter dir. Gesehen. Hinter mir ist keiner. Da läuft er jetzt weg, der läuft weg. Hier vorne ach, ist. Da, ja. Guck mal, einsam. Den hole ich mir. Rückmeldung. Kackspiel. Ja, das Spiel. Absenden. Feedback abgegeben. Dann lesen die das. Ach, kurz 42 B gemacht. Ach, von den Kristallen habe ich nicht mehr welche. Deshalb konnte ich dir keine geben. Ich auch nicht. Nächste Welt. Stimmt, ich kann ja eigentlich mal durchlaufen. Ach so. 100 B. Nicht, warum ich noch in dieser Gammelwelt rum? Scheiße. Ja, gut. 100 B, sagt man nichts dazu. Ich hole mir mal ganz kurze neue UFOs.
UFO 361. Oh, jetzt kosten die sogar Wiedergeburten. Jetzt kann ich mir gar keine mehr kaufen. Schade. Ey, was ein Kackspiel. Oh, hier sind welche mit 1000 direkt, ganz viele. Ja, aber die 1000. Ach, stimmt, ich habe ja schon 4 UFOs. Mit den Haustieren, die du hast hier, guck mal, ich brauch schon Sekunden nur. Noch nicht mal eine Sekunde, da habe ich die. Oh, 12.000 der Bradley. Der wird auch gewone-hittet, was ist das denn? Oh, 2 Millionen direkt. Und die Andrea, die werden alle gewone-hittet, scheißegal wie viele ja, die ja, haben. Ja, bei mir auch. Ich weiß. Aber warum? Die geben doch gar keinen Boost auf die UFOs, dachte ich. Ja, anscheinend die doch so Energie steht anscheinend schon. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe das Spiel schon lange nicht mehr gespielt, ich habe das früher, ganz, ganz früher gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wann das her war. Weil ich das Spiel zuletzt mal gespielt habe. Oh, ich habe hier einen Boss mit 500 Millionen Leben. Aber ein B ist trotzdem unfassbar viel noch. Ja, das. Ich habe 47 B gerade. Sorry, darf ich noch mit dir reden? Ich hab gleich das Neon Purple UFO. Boah, aber dass man hier so lang laufen muss, ist immer kacke. Ja, beim Anfang kannst du so Dings machen. Dich wegboosten. Was boosten? Zu der Welt hin boosten. Achso, 300 B kurz bekommen. Achso, okay. Gib mal eine ab, dann kaufe ich mir ein neues UFO. Ja, würde ich dir gerne. Tatsächlich. Ich hab 433 B. Ich gehe direkt in die Stadt, der Apollo, der guckt noch in so einer Luschendimension rum. Hä, nee, der Apollo ist ja auch schon hier. Der Jackson ist immer noch One-Hit. Ich brauch die mit den vielen Leben hier. Ja, Charles, hey, der Pop- und der Morgan. Links machen. Rebirthen. Oh, offen. Hier ist eine Kiste. Oh mein Gott. 300.000, wie krass. Ich habe jetzt schon gar keinen Bock mehr auf den Simulator. Der Apollo hat den ausgesucht. Ja. Weil wir nur noch kurz machen wollten, weil ist ja auch schon spät. Also, müssen wir ganz kurz wegkommen, sofort. Oh, da hat einer 450.000. Und der ist nicht One-Hit, oha. Sehr selten. Wie viel Geld hast du? Du hast ja schon 700 Millionen. Ja. Wie geht das denn? Ach, du bist schon weitergegangen, deshalb. Ich wundere mich schon, wie kannst du so viel Geld haben? Ach, bist du da noch nicht? Doch. Du bist doch in der gleichen Welt wie ich. Jetzt? Aber die One-Hitten hier auch gar nicht mehr, ne? Die UFO. Hier gibt's auch direkt für einen Menschen 200 Millionen. Lüge. Ist ja klar, dass der Apollo dann... Oh, 4,5 Millionen, den saug ich aus. Und da habe ich den T-Apollo überholt. Ja, oh, jetzt hat der Apollo aber so einen dicken ausgesaugt und hat mich jetzt wieder ganz klar überholt. Ich habe euch beide überholt. Ich hole hier gerade die Angela Merkel, die töte ich gerade. Oh, jetzt gehe ich in die andere Welt. Und jetzt kriege ich von der. Und der Merkel gibt es direkt 1 Milliarde. Der Sergio. Oh. 2,5 B. Da ging es ja eigentlich recht schnell.
Oh. Wo kann ich denn das UFO? Muss ich immer in die erste Welt, um abzugrenzen? Ja, musst du. Das UFO kostet ja Rebirth. Das nächste. Richtig, ist bei mir aber auch so. Aber ich bin dann schon in der nächsten Welt. Aber ich habe ja 2 Pets gegeben von mir. Ich habe schon 2 orange UFOs. So, und wie kommt man jetzt in die anderen Welten hier? Ach, mit der Kanone, da ist er doch. Nee, nicht Kanone. Also in die anderen Welten. Also es gibt ja noch weitere Welten. Ja, ich meine nach da hinten in meine. Jetzt bin ich ja hier. Oh, jetzt werden die wieder fast gewonnen. Oh, 8 Milliarden, der 8 Millionen, der Bradley. Der wird jetzt hier zerscheppert. So, muss ich zurücklaufen oder kann ich auch irgendwo mich hier zurück unten rechts gibt's noch den Heimknopf. Was? Den Heimknopf gibt's unten rechts. Ja, unten rechts. Ach da. Steht's. Hallo. 5 UFOs nun. Ich krieg wieder ungewöhnlich. Was eine Rotze. Heim. Ab ins Heimkino. Ich hab die roten Killer-UFOs jetzt. Der Apollo ist bestimmt noch nicht so weit. So weit. Ich wollte schon wieder loslaufen, ne? Nur wir drei sind hier noch drin. Ja, ja. Den Simulator spielen nur noch, warte, 43 Leute. Wie hat der Apollo den dann gefunden? Da krieg ich ja... Weil der cool ist. Ja, früher war er viel cooler. Er ist absolut langweilig geworden. Weil es letztes Jahr Weihnachten kein Updates mehr gab. Ja, fast wie bei Ninja Legends. Ja, seitdem 23.12. gibt es keine Updates mehr. So, wo kann ich mich denn jetzt rüber teleportieren? Bei der Kanone. Direkt neben dem Shop da. Oh, wie habe ich ihn? Ach da, Teleport. Ja. Ich fang mal Vorort 3. Ja. Du bist erst im Vorort 3? Pluschig. Das wäre mehr peinlich, würde ich das sagen. Hä, du bist ja im gleichen Vorort wie ich? Ja, das ist der Vorort 3. Seit wann bist du denn hier? 112 Millionen, boah. Das muss aber richtig Geld geben. Hä, wo bist du hin? Da vorne, die Alexandria. Muss richtig Asche geben, die auszusaugen. Boah, ich krieg grad so wenig Dinger, dass ich neue Welt. Du hast ja voll die schlechten UFOs noch. Warum das denn? Hm? Du hast ja voll die schlechten UFOs noch. Hier so orange und so. Ach ne, orange hab ich auch noch. Ach, du upgradest erst immer irgendwie eins oder so durch, oder wie? Nö, ja, ich hab das. Ja. Ich upgrade immer im gleichen Takt. Deshalb sehen die alle fast gleich aus. Oh, 2,7B direkt. Das ist ja nix. Von dem hier krieg ich doch bestimmt 100 direkt. Aua! ...30B direkt bekommen. Kann man aus der Map rausspringen? Nee. Hätte ich dem Spiel zugetraut, so schlecht wie das programmiert ist. Justus Jonas ist hobbylos. Der spielt hier solche komischen Spiele. Ausbrütung 40. Na toll, hast du auch schon mal was ausgebrütet? Oh, mein Geld liegt unten. 5B für eine so eine Luschenperson. Mille. Und dessen gehe ich mal UFOs upgraden. Jawohl, die schießen weiter.
Ja, aber Dennis, du holst mich irgendwann noch ein mit Coins. Ganz sicher nicht. Ich bin ja nicht bescheuert und spiele das hier den ganzen Abend. Sicher? Ja, sicher. Aber sowas ist ja geisteskrank hier, sowas zu spielen. Ab in die Stadthäuser. Der Apollo wollte schon wieder laufen normal, habe ich auch. Nein, gehört. Aber ich finde nicht den Weg. Aber ich höre auch gleich auf. Ich ja auch. 320 Mille, die Olive. Dennis, du kannst auch schneller upgraden, indem du auf Max upgraden. Ja, ich weiß, will ich auch nicht. Ich will die ja alle im gleichen Takt upgraden. Fast legendär, nein. Das tut so weh. Und das gibt direkt 100 B. Oh nee, warte, ich mach hier. Die restlichen drei schießen die ab. Ich hab schon zwei schwarze UFOs. Die schwarzen sind auch irgendwie besser. Du tötest ja noch Luschen da vorne. Komm doch ein Ding weiter, Apollo. Du hast doch 10B. Ja. Da musste ich doch nicht mehr mit solchen Versagern hier ab. 250B habe ich gerade auf dem Konto. Und du, Justus? Ich bin gerade in der anderen Welt. Wie viel du auf dem Konto hast? Darf ich diese Tickets? Achso. Ah. Die du mir gerade auch schon illegalerweise verkauft hast. Ich hab das blubbernde UFO. Und gleich bin ich beim Wald-UFO. Das hätte der T-Apollo auch gern. Das Wald-UFO. Mal sehen, wie schnell. Boah, wie schnell das jetzt geht. Die, die gerade ewig gedauert haben, gehen jetzt rucki zucki. Der Apollo sprachlos, ich aber auch. Hier ist das Affenei, hier hast du mir die Affen gegeben. Ja, danach habe ich nicht mehr weiter, also dann war ich in der neuen Welt und dann habe ich nicht mehr weiter gespielt. Aha. Was dann keinen Spaß mehr gemacht hat. Macht es immer noch nicht. Da gibt es deutlich bessere Simulatoren. Ich tue mir das ja nur für den T-Apollo an, weil das wollte. Ja, dann können wir jetzt auch aufhören. Nee, gleich. Jetzt will ich noch mein letztes Upgrade hier, mein Wald-UFO kaufen. Ich hab eh Hunger. Ich auch. Lecker Baguette. Ich hab 97B gerade auf der Hand. Aber 100 Diamanten hab ich. Ich habe noch gar nichts von den Diamanten. Lusche. Bin ich wohl besser. Richtig. Aber ich habe schon zwei Rebirths. Wald-UFO. Geister-UFO. Ah, moin Peter.
Mahlzeit. Ja, jetzt habe ich nicht. Jetzt sind deine jetzt sind dein Typ da geklaut. Der Polone Shepard hat gerade einen dicken. Okay. Dass ich so einen noch nicht gesehen habe, ist eigentlich ein Skandal. Und 1, oh wow. 6B, oh, super. Da, hallo, 240 Millionen. 1,06 habe ich bekommen. Und so ein Drecksding. 180B. Ah, wait, ich weiß auch warum. Ich will noch das Waldufo haben. Ich will von allen einmal eins. Los. Ich weiß nicht mehr, warum ich so wenig Geld bekomme. Ja, hab genug fürs Waldufo. Kurz meine ganzen OP-Pads ausrüsten. Warte. Drei jetzt Stunden reichen auch. Waldufo. 119B, ja gut. Geil, guck mal, wie meine Ufos jetzt aussehen, wie stylisch. Zeig mal deine Ufos. 200B schon. Boah, du siehst ja scheiße aus, Alter. Was hast du denn für einen Kopf? Weiß noch nicht. Der Justus hat mir voll den Scheiß hier gegeben. Was für? Voll die Scheißhüte. Ich habe ja viel geilere. Ja, ich Hüte dachte, ich jetzt auch nicht die besten. Ich dachte, die wären super krass gewesen. Meine hier, mal 60, 1, mal 50. Und jetzt gehe ich nochmal. Jetzt läuft's da hinten nämlich auch. Einmal muss ich. Nee, ich höre jetzt auf. Nee, einen töte ich noch. Was heißt so brutal? Ich meine, ich gebe denen ein besseres Zuhause. Und der Speed Gamer ist hier, der will hier gerade meinen 900er Rosie töten. Stimmt doch gar nicht. Aber ich saug mit. Und jetzt müsste ich ja 100 Milliarden kriegen. Ich kann es nicht sagen. Ach so. 200B, siehst du, der Justus hat mich hier verarscht. Ich hab ein T. Ein T, das ist ja nicht. 100B habe ich gemacht, dadurch. Ja, da bin ich ja fast so gut wie du. Das heißt ein Rebirth. Let's go, rein da. Bringt zwar nichts, aber scheiß drauf. So, jetzt bin ich wieder ganz weit hinten. Lusche, lusche. Aber ich habe trotzdem meine OP-Pads, warte. Ich mache jetzt durch einen Anfangsmob. Also Typen. Ach, kurz 9000. Ein Mob. 9000, das ist ja nix. Relativ. Ich geh jetzt auch aus dem Spiel raus. Ja, ich auch. Ich verbrat noch mein Geld und dann gehe ich auch. 420 Millionen, Billionen habe ich. Hat Spaß gemacht. Zufällig. Dann hole ich mir jetzt noch das Plasma-UFO. Nee, dann habe ich kein Geld mehr fürs. Ich mache hier ein paar Wald-UFOs. Geil, ganz viele Geister-UFOs und so beenden wir hier. Komm mal neben mich, Apollo, komm mal zum Heim. Ja, ich will auch im Team mal abtrennen. 11. Dezember war das letzte Update. Was, 11. Dezember? Stand da. Also hier steht 23.12. auf der Website. Auf der Website, aber hier steht. Hier steht auf der Credits-Tafel da oder hier auf der Updates-Tafel. Dann haben die die nie aktualisiert. So, wo bist hier du steht denn? Zeitplan aktualisieren, Dezember 11, Ferienwelt, neue Haustiere, Hüte. Hier bin ich. Boah, siehst du kacke aus, du Einäugiger. Sieht richtig ekelhaft aus sogar. Ja, warte, ich setz mir einen an. Nee, lass ihn. Vor sich zu haben. Ich bin schon mal weg. Komm doch mal hier so richtig hin. Dass man die UFOs auch im Hintergrund sieht. Ja. Lass doch. Oh, jetzt sieht man dich ja richtig. Hab ich auch das riesengroße Auge. So, wo soll ich hinkommen? Was? Neben mich. Da bin ich doch. Aber richtig rum. Weiter zurücklaufen. Jawohl. So. Das ist aber falsch. Ist doch egal, das sagt Schuss. Man sieht dich aber nicht richtig. Ja, das ist mir doch scheißegal. Mach deine Kamera nochmal richtig. Nee. Tschüss, Freunde. Mach's gut. Freunde. Bis morgen.